Herzlich willkommen, liebe Zuschauer, zu einem ganz neuen Video, einem ganz neuen Abenteuer mit wunderbaren Gästen. Wir haben den Winter dabei, wir haben den Karl dabei und wir haben den Moritz mit dabei. Und mich haben wir auch mit dabei und gleichzeitig noch eine andere, ich habe es im letzten Video, glaube ich, Entität genannt, nämlich ChatGPT. Und ChatGPT wird heute, das ist die kleine Besonderheit unter anderem in diesem Abenteuer, Karls Spielercharakter ein wenig steuern und für ihn Entscheidungen mittreffen. Und wir sehen einfach mal, wie das so geht. Das wird jetzt nicht jede einzelne kleine Spielerentscheidung, jeden einzelnen kleinen Kommentar von Karl betreffen. Wir können uns aber durchaus auch vorstellen, gemäß unserer jetzigen Erfahrung, später das ein bisschen aufwendiger zu gestalten in folgenden Abenteuern, wo wir dann mit zum Beispiel ChatGPT Whisper arbeiten, wo es dann auch eine Sprachausgabe geben könnte. ChatGPT also auch ohne Sprachprompts eigenständig antwortet. Wir sehen das mal. Dieses Mal wird das ein bisschen in der Testphase abgespeckter funktionieren und ich freue mich sehr drauf, diese Erfahrung jetzt mit euch, mit uns zu machen. Und wir katapultieren uns in die Vergangenheit, gute 100 Jahre zurück, in die 1920er, genauer genommen dem 9. November 1924, Parchim. Dort seid ihr eingeladen, einerseits Professor Dr. Jonathan Talker und dann natürlich der Arthur Mason oder Arthur Mason zu dem Wilhelm Meyer, seines Zeichens Polizist, aber natürlich jetzt am Wochenende Gott sei Dank nicht im Dienst seiend. Ihr ja, seid einen weiten Weg hergekommen, du aus Hamburg, bei dir bin ich mir jetzt derzeit gar nicht so sicher. Ich auch nicht. Dann denkt dir gerne noch schnell was aus. Jetzt in die Kreisstadt des Landkreises Ludwigslust-Parchim eingekehrt, in Mecklenburg-Vorpommern liegt das. Die Hinreise führte euch vorbei, unter anderem auch am Jahrmarkt, dem Martini-Markt, der gestern hier in Parchim im Stadtzentrum eröffnete und seit Jahren eigentlich viele Besucher jedes Jahr wieder anzieht, aus einem relativ großen Einzugsgebiet. Auch ihr plant irgendwann innerhalb der nächsten Tage mal dorthin zu gehen. Schließlich ist am Dienstag, dem 11. November, der Martinstag. Und ihr wisst, da wird wahrscheinlich wirklich sehr, sehr viel Rummel da sein. Zunächst einmal freut ihr euch aber nach eurer Anreise im Wintergarten, im Mittelweg des schönen kleinen Häuschens von Wilhelm Meyer zu sitzen und euch ein wenig auszutauschen. Schließlich habt ihr euch ja lange nicht mehr gesehen. Ach, Johnny, Arthur, es freut mich so sehr, endlich mal wieder ein paar Menschen um mich herum zu haben, mit denen ich mich anständig unterhalten kann. Seid ihr denn gut hergekommen? Es ist äußerst schön, hier zu sein. Ich freue mich ebenfalls sehr. Ja, dass ihr auch diesen weiten Weg aufgenommen habt. Anreise war wirklich aber sehr komfortabel. Also die Kutschen heutzutage sind einfach... Du bist mit der Kutsche gekommen? Ja. Oh, sehr schön. Der Jahrmarkt wird euch nicht enttäuschen. Ich habe ja schon viel davon erzählt, aber... Das müssen wir auf jeden Fall noch machen. Ausgezeichnet, mein Wertester. Meine Frau ist gerade die Kinder abholen, deswegen haben wir noch ein paar Minuten alleine unter uns, bis der Trubel dann wieder losgeht. Ach, Kinder. Hab ich schon von gehört. Du hast selbst noch keine Kinder? Nein, nein, nein. Da hat sich nichts daran geändert. Nee, also, wer würde auch mich schon in sein Leben ziehen lassen? Also, ich bin ja nur Naturwissenschaftler und kein Reinigungsmensch. Ach, Johnny, das wird noch, mit Sicherheit. Arthur, wie sieht es bei dir eigentlich aus? Oh, ich stecke eigentlich tief in meinen Forschungen zur Verhaltenspsychologie. Immer noch. Aber ich freue mich sehr, dass ich es einrichten konnte, dich zu besuchen. Ja, ich freue mich ebenfalls. Weißt du noch damals, wo ich die Studie gemacht habe, wo wir uns kennengelernt haben zur Verhaltenspsychologie? Und du forschst immer noch in diesem Bereich. Das gefällt mir. Die menschliche Psyche ist eine Tiefe, die keinen Boden kennt. Nun, da will ich dir recht geben. Mit den Gestalten, mit denen ich täglich auf der Straße zu tun habe, denke ich mir manchmal, so etwas kann doch gar nicht von einem Menschen kommen. Es gibt noch sehr viel zu erforschen, da gebe ich dir recht. Und ich hoffe, du wirst dort deine Arbeit gut tun, sodass ich einen besseren Umgang mit meinen Menschen hier erlernen kann. Ich tue natürlich mein Möglichstes. Gut. Nach kurzer Zeit hört ihr
draußen beim Eingangsraum an der Tür, wie jemand an dem Schlüsselloch nestelt. Und dann stürmen zwei Kinder, dicht gefolgt von der Mutter, in das Wohnzimmer bzw. den Wintergarten, der ans Wohnzimmer anschließt. Elke und Michael, beide nun dort, Sommersprossen, blondes Haar, ganz nach der Mutter kommend. Papa, Papa, guck mal, ich habe eine Nutzestange. Und wir, oh, auf der Kirmes, das war so spannend. Und sie fangen sofort an, euch von diversen Geschäften und Buden und Clowns und anderen Schlangenmenschen, Künstlern etc. zu erzählen, kommen gar nicht mehr aus dem Reden raus, während die Mutter nun hinter euch die Tür zuschließt. Ah, ich habe auf dem Weg hierhin, also auf dem Tisch, die Flasche hier gesehen. Ist die jetzt, wollten wir die ausschenken? Ja, die wollte ich gerade ausschenken. Hatte ich sowieso vor. Hast du den Wagen diesmal richtig in die Einfahrt gestellt, Rosmarie? Aber wie immer, natürlich. Will ich doch hoffen. Ich kann dir den Kratzer immer noch nicht verzeihen. Ich habe hier diesen wunderbaren Tropfen mitgebracht. Ich meine, es ist Wochenende. Wir haben alle Zeit und frei. Wollen wir einen trinken? Ich habe da dieses Sprichwort gehört. Hoch die Hände, Wochenende. Nun, dann checke ich euch einmal ein. Wir werden leider nicht gesponsert, aber ich habe richtig Bock auf diesen Tropfen, weil ich ihn vor anderthalb Jahren mal getrunken habe. 130 französische Kräuter. Nun, ich werde mich dann zurückziehen. Elke, Michael, würdet ihr bitte auch die Herren mal in Ruhe lassen? Sie haben sich lange nicht gesehen. Ja, möchtest du mal meine Lutschestangen probieren? Nein, Elke, geh jetzt auf dein Zimmer mit Michael. Hier, deine Mutter... Darf ich noch im Wohnzimmer Klavier spielen? Nein, du kannst jetzt auch kein Klavier spielen. Du kannst später etwas spielen. Ich möchte mich jetzt erst ein wenig unterhalten. Rosmarie, jetzt nimm doch die Kinder weg. Schatz, warum dieser Ton? Was für ein Ton? Ich habe Gäste. Rosmarie, bitte. Wir können das ein anderes Mal besprechen. Geh jetzt. Ja, sie blickt dich traurig, aber natürlich auch mit einer leichten Spur Zornes an, nimmt dann die Flasche mit und auch die Kinder und ihr greift jeweils zu euren Gläsern und stoßt an. Oh, entschuldigt für meine Frau. Hier, lasst es uns gut gehen. Cheers. Cheers. Wow. Ah, eine lange Zeit ist es her, dass ich das getrunken habe. Der ist wirklich sehr, sehr kräftig. Gefällt mir. Ja. Ah, durchaus gut, dass ich den wieder ausgegraben habe. Ja, und sind die kleinen Menschen jetzt weg? Ja, meine Kinder können wirklich nervig sein. Und entschuldigt, dass meine Frau etwas durch den Wind ist zurzeit. Ich habe das Gefühl, sie weiß nicht richtig, wo ihr Kopf sitzt. Sie macht mehr schlecht als recht und irgendwie weiß ich auch nicht. Sie soll sich einfach mal ein bisschen zusammenreißen. Die Kinder wissen auch gar nicht mehr, wie sie sich zu verhalten haben. Also, ja. Jetzt haben wir ja unsere Ruhe. Und euch kommt natürlich in den Sinn, ein wenig euch darüber auszutauschen, was jetzt die nächsten Tage unter anderem ansteht. Was habt ihr denn vor zu machen? Wie gesagt, also ich würde auf jeden Fall auf den Martini-Markt gehen, wenn nicht nur einmal. Dort ist es immer interessant zu beobachten, was für Menschen sich herumtreiben und nun die ein oder anderen Leckereien von unserer Stadt möchte ich euch auch zeigen. Was sagt ihr? Also ich möchte auf jeden Fall ein wenig dem gemütlichen Leben frönen. Und diese Gelegenheit genießen, hier mich umzusehen, vielleicht ein wenig in der Natur zu wandern. Vielleicht entdecke ich eine neue Spezies. Ja, die Natur. Und derweil, mein Wertester, hättest du vielleicht ein wenig Kraut für meine Pfeife? Selbstverständlich. Und ich öffne so eine Dose. Danke sehr. Kannst du mir einen Gefallen machen und kannst du draußen rauchen? Natürlich, dann gehe ich jetzt kurz vor die Tür und... Ja, wir haben die Terrasse, da kannst du dich gemütlich hinsetzen. Dann setze ich mich jetzt mal kurz auf die Terrasse. Nun, relativ mild heute.
Ja, und tatsächlich auch schon im Inbegriff dunkler zu werden. Es geht also auf den späteren Abend zu. Also ich meine, okay, es ist November, dementsprechend es ist jetzt 6 Uhr abends. Ihr verbringt noch ein wenig Zeit, in der ihr redet, aber ihr wollt auch relativ früh ins Bett gehen. Wollt ihr noch irgendetwas ausspielen? Möchte ChatGPT noch etwas ausspielen? Ich werde ChatGPT fragen. Oben hört ihr die Kinder rumoren. Die Mutter schickt die Kinder nochmal wieder runter, als sie sich ein wenig beruhigt haben, um sie sich nochmal anständig, wie es halt der Etikette entspricht, sich vorstellen zu lassen. Geben euch brav jeweils die Hand, stellen sich dann vor. Elke wohl Vorzeigeschülerin, der Junge, der Michael ein wenig ruhiger, aber trotzdem auch höflich, nun da er sich ein bisschen abreagiert hat. Und ja, ich erlaube auch Elke schon im Begriff in die Pubertät auch einzutreten. Ja, was? Ich erlaube auch Elke jetzt einmal ihr Klavierstück vorzuspielen und dann ja. Dass sie so ein bisschen gerne auch vor den Gästen tut. Gar nicht so schlecht. Also zum Leidwesen von euch sind ein paar Töne dann auch nicht perfekt getroffen, aber ihr nehmt sie als anständiges, wohlerzogenes und eifriges Mädchen im Sinne von Fremden zu gefallen wahr. Und dann verschwindet sie auch irgendwann nach oben. Jonathan, wir sind uns wohl zuvor nicht begegnet. Bitte, wir sind nun ohnehin bei unserem Freund gemeinsam eingeladen, uns doch unsere Bekanntschaft etwas vertiefen. Natürlich, sie scheinen sehr interessant zu sein. Ich habe ihren Namen zwischenzeitlich vergessen. Wie hießen Sie nochmal? Mein Name ist Arthur. Ach, hallo Arthur. Ich weiß nicht, falls Sie meinen Namen auch vergessen haben sollten. Mir entfällt manchmal einiges. Ich heiße Jonathan. Sie können mich auch... ich heiße Jonathan. Sie können mich aber auch Johnny nennen. Oh, nun, das würde meiner britischen Abstammung schon in den Kram passen. Ach, ihr seid beide von britischer Abstammung. Das hatte ich ganz vergessen. Natürlich. Ja, zwei Landsmänner. Dann habt ihr doch etwas gemeinsam. Ja, ich habe Großbritannien zwar kaum kennengelernt, weil ich die Schande der Familie war und mit 5 Jahren aus dem Land getrieben wurde von meinem Vater, aber ist es dennoch schön, jemanden kennenzulernen, der mir mehr über meine Heimat sagen kann. Ach, ich muss gestehen, ich bin auch nicht unbedingt die ganze Zeit meines Lebens in England gewesen, da ich ja auch archäologischer Forscher bin und insofern... Ja, Deutschland ist für Forschung aber auch wirklich gut, ne? Auch Deutschland eignet sich hervorragend dafür, ja. Es gibt viele alte Schlachtfelder beispielsweise auszugraben. Man kann sich überlegen, wie die Menschen sich wohl vor diesen Schlachten gefühlt haben oder danach. Und die Tierwelt erst. So viele faszinierende Arten hier. Ich sehe, ihr versteht euch, das gefällt mir. Es tut mir natürlich leid, dass ich euch nicht weiter vorgestellt hatte. Irgendwie war das in meinem Kopf. Dadurch, dass ich beide euch so gut kenne. Ach, Willi, zwei Briten regeln das unter sich. Raus. Danke. Ja, die Briten, die finden schnell zusammen. Da hast du recht. Soll ich euch einmal zeigen, wo ihr untergebracht seid? Oh, meine natürlich. Frau, meine Frau Rosmarie hat... Aber bitte nicht zu nah am Reinigungsschrank. Nein, keine Sorge. Ich kenne ja deinen Hintergrund. Haben Sie etwa Frau auch Rosmarie? Angst vor engen Schränken? Nein, nur vor Putzmitteln. Ich wurde, sehen Sie hier, an meiner Schulter und ich mache so meine Jacke ein wenig auf und man sieht hier so eine Verätzung so hier in diesem Bereich. Das ist passiert bei meiner Putztaufe. Da wurde leider das falsche Reinigungsmittel genommen, um mich zu taufen. Oh, das tut mir wirklich, wirklich leid. Okay, ihr könnt später ja mehr, du kannst ja später noch mehr darüber erzählen. Natürlich. Rosmarie hat hoffentlich die Zimmer fertig vorbereitet. Ich schieb sie so am Rücken in Richtung Treppe, die nach oben führt. Die Nacht ist hineingebrochen. Und ihr alle schlaft ein. Würfelt mal bitte alle und teilt mir euer Ergebnis mit. Nämlich? Ganz normal mit 100. Ganz normal mit einem W100. Die Würfelergebnisse haben gesprochen. Was haben sie gesagt? Und du schläfst unruhig. Und du meinst, aus der Ferne beobachtet dich etwas. Etwas, das dir gegenüber vollkommen gleichgültig ist. So wie eine Schuhsohle einem Insekt gleichgültig ist.
oder um ein besseres Gleichnis zu ziehen, dem, dem diese Schuhsohle gehört, der lächelt, weit ausschreitet und an dessen Füßen Glöckchen klingeln. Und du? Du träumst, dass dort Leute sind in deinem Traum. Leute, die, obgleich du auf einer Bühne zu sein scheinst, unter dir knarzen Holzbretter, mit dir fast auf Augenhöhe sind, recht groß zu sein scheinen. Oder nein, du bist relativ klein, als wärst du ein Kind. Du bist auf einem Jahrmarkt. Aber nicht als Besucher, so wie die Leute, die dich beobachten, eher als zur Schau gestellter. Ja, und um dich herum mehrere sinistre, dunkel aussehende Gestalten, die, obgleich die Jahrmarktbesucher um dich herum normale, moderne Kleidung tragen, in alte, zerschlissene, schmutzige Kleidung gekleidet sind, aus Leinen, die wirken wie aus dem letzten Jahrhundert. Und diese Menschen mit dir auf der Bühne, sie sind dunkel, sie sind dreckig, sie schnattern etwas. Es ist nicht so, als würdest du es verstehen. Es ist eine dir unbekannte Sprache, die dir entgegenflattert aus ihren Mündern, bestückt mit schlechten Zähnen. Und dann packen sie dich grob an den Schultern, drehen dich herum und präsentieren dich der Menge. Die Bürger? Sind es Parchima? Du bist dir nicht ganz sicher. Die Stadt im Hintergrund ist verschwommen. Und was als das Wichtigste ist, ist, dass du hier bist und dass es dir nicht gut geht. Und du siehst, wie sie alle auf dich zeigen, dich ansehen, Spott und Hohn über dir ausschütten. Und über dir ist etwas, das herunterlächelt mit kaltem Zorn. Oh, was ein gar grausiger Traum. Sagst du? Sie verlachen mich, weil ich keine Reinigungskraft bin. Und du wischst dir den Schweiß aus der Stirn, stehst auf, deine Blase drückt. Würfel du bitte mal auf Horchen. 47, nicht geschafft. Und du, Jonathan, öffnest die Tür, die Scharniere kreischen. Du trittst raus auf den Flur. Vor dir ein kleines Trippel-Trappel. Da sind Silhouetten. Silhouetten von Kindern. Du bist im Erdgeschoss. Als einziger. Im Gästezimmer untergebracht, wo auch die Zimmer der beiden Kinder sind. Sie laufen dir voraus. Das müssten sie doch sein, die beiden Kinder. Du gehst hinterher, denn schließlich ist am Ende des Flurs die Toilette. Und dann siehst du sie dort im Hauptraum, wo die Treppe nach oben geht. Und durch ein Fenster fällt Mondlicht hinein. Und es fängt sich auf Klingen von Küchenmessern, die die beiden in der Hand halten. Sie steigen die Treppen hinauf. Und als sie sich nach rechts wenden, da die Treppe eine Biegung macht, siehst du, dass sie Masken tragen. Weiße Masken, die in der Dunkelheit schimmern. Dies scheint mir sehr ungewöhnlich für kleine Menschen. Was tun sie da? Ich denke, ich folge ihnen aus Neugier. Ja, ich folge ihnen aus Neugier. Du bleibst hinter ihnen und sprichst sie nicht an. Und nun erreichen sie den oberen Absatz der Treppe. Du liegst im ersten Stock. Würfel nochmal auf Horchen. 71, nicht geschafft. Du bist auf der Mitte der Treppe. Sie biegen nach links ab. Sie gehen an deinem Zimmer vorbei. Und in Richtung des elterlichen Schlafzimmers. Dort oben knarzen auch die Dielen. Und du darfst auf Horchen würfeln. 83, nicht geschafft. Und zack, sind wir alle tot. Sie
Sie bleiben stehen. Elke, die jüngere der beiden, das neunjährige Mädchen, öffnet langsam die Tür. Dann fasst sie wieder ihre Klinge mit beiden Händen an und geht Michael voraus ins Dunkel des elterlichen Schlafzimmers. Ich spreche die Kinder jetzt, glaube ich, mal an. Entschuldigung, Kinder, was tut ihr denn da? Die Kinder betreten das Dunkel des Zimmers. Du und du würfelt beide nochmal auf Horchen, nun da Worte laut ausgesprochen wurden. 19, das habe ich geschafft. 55 nicht geschafft. Du wachst auf. Vor dir sind zwei Lichtpunkte in der Dunkelheit. Und du brauchst ein bisschen, um dich zu fokussieren auf die beiden. Du denkst am Anfang, es sind Scheinwerfer oder Augen, aber dann siehst du, es sind Masken mit gleichgültigen Gesichtern. Deine beiden Kinder, das müssten deine beiden Kinder sein, den Größen entsprechend. Michael um 10 cm größer als Elke. Und dann siehst du hinunter und die beiden haben Küchenmesser in den Händen. Elke, Michael, was macht ihr denn da? Deine Frau neben dir schreckt auf. Sie ist näher an den beiden Kindern dran. Und die beiden Kinder erheben nun ihre Messer. Du stehst im Türrahmen. Ein weiterer dunkler Schatten bewegt sich vor die Tür. Du siehst nun weniger, dadurch, dass du das Licht aus dem Flur nun aus dem Raum hinaus, also das Licht, das in den Raum reingehen möchte, blockiert. Und du siehst, wie die beiden nun auf die Frau losgehen. Du hast eine Möglichkeit einzugreifen. Was machst du? Ich glaube, ich würde versuchen, mit meinem Wischmopstab den so auszuklappen. Du hast aber keinen Wischmopstab dabei. Du wolltest auf Toilette gehen. Ja gut, dann würde ich nach vorne gehen und versuchen, eins der Kinder an der führenden Hand des Messers zu greifen. Okay, du würfelst mal einen um 10 erleichterten Wurf auf Handgemenge. Was möchtest du tun? Ich hab's geschafft. Indes, also während ich das rufe, ich schrecke auf, ich richte mich sofort auf, meine Polizeiinstinkte sind da, ich bin voller Adrenalin. Elke hebt das Messer und ist über der Brust deiner erstarrten Ehefrau. Und ich sehe das schon und ich greife mit einem festen Griff über meine Frau drüber, beuge mich rüber und versuche die Hand von Elke zu greifen mit dem Messer. Elke und du macht eine vergleichende Handgemengeprobe. Sie hat's normal geschafft. Ja, ich hab's auch normal geschafft. Okay, ich muss überlegen, wie ich's mache. Wir würfeln beide jeweils auf Glück. Das sind jetzt 10 und ich hab 55. Alles klar. Du kriegst die Hand gerade, als sie runterschnellt, zu fassen. Sie durchtrennt das Betttuch an der einen Seite und du siehst, da du panisch runterguckst, um zu sehen, ob deine Frau getroffen wurde, wie ein kleiner Blutfleck sich auf dem Laken ausbreitet. Sie wurde an der Schulter getroffen und nun ist sie aber aus ihrer Panik raus, aus ihrer Erstarrung und schreiend drückt sie sich mit dem Rücken gegen dich. Du hast dadurch natürlich nicht mehr die Möglichkeit, jetzt ihr das Messer aus der Hand zu schlagen. Du aber indes schaffst es tatsächlich, Michael an der Hand zu packen, an der Messerhand und ihm das Messer zu entwinden. Michael fällt zu Boden und die Maske gleitet von seinem Gesicht und er schreckt auf. Auch Elke, sie nimmt sich die Maske ab. Papa, was machst du? Warum fässt du mich denn so an? Elke, was hast du getan? Was ist los mit dir? Und ich schüttel sie so. Was ist in dich gefahren? Also du beugst dich jetzt so ein bisschen über deine Frau rüber. Du hast dich halb aus der Matratze ausgerichtet. Und jetzt, da du sie packst, fällt ihr Blick auf ihr Messer und ihr Messer aus ihrer Hand auf den Boden, auf den Teppich und aus deinem Sichtfeld. Und sie fängt an zu weinen. Bist du wach? Gar nichts. Ich bin wach. Ich habe geträumt. Was habe ich gemacht, Papa? Elke, du hast deine Mutter angegriffen. Oh, Elke. Und meine Stimme sichtlich am Zittern.
Ich hab sie so fest, aber meine erste Reaktion ist, ich zieh sie so ganz nah zu mir ran und halt sie bei mir. Hast du das... Hast du geschlafen? Wie auch sag Michael mir, mein Kind, hast du geschlafen? Fängt sie an zu weinen, in deine Brust zu schluchzen und du merkst durch dein Nachthemd dein dünnes wie Tränen deine Brust benetzen. Auch Michael weint und hat sein Messer, also du hast jetzt das Messer von ihm in der Hand und blickst einfach auf ihn hernieder und zum Bett der beiden, beziehungsweise den drei anderen entgegen. Du wachst auf und blickst nun auch auf das Spektakel, den Anfang hast du verpasst. Also ich komme aus meinem Zimmer raus und so das. Ja. Oh, was ist denn hier passiert? Was tut ihr denn? Ach, die Kinder von Willi, sie haben sich sehr sonderbar verhalten. Sonderbar, du bist mir ein lustiger Vogel. Ich komme... Also habt ihr die Messer aus dem Messerblock genommen? Michael, wo habt ihr diese Masken hier? Michael, was ist das hier? Soll das ein schlechter Witz sein? Ich weiß nicht. Das kann doch nicht euer Ernst sein. Was ist denn passiert? Elke, sprich mit mir. Die Masken. Wir haben die Masken gefunden. Sie waren da in unserem Rucksack. Und dann haben wir sie aufgezogen. Und dann sind wir schlafen gegangen. Was heißt, ihr habt sie aufgezogen und dann seid ihr schlafen gegangen? Sie können doch nicht plötzlich in eurem Rucksack gewesen sein. Sagt mir jetzt, wo ihr die Masken her habt. Wir waren auf dem Jahrmarkt. Und aber dort habt ihr die Masken bekommen? Wahrscheinlich. Und warum habt ihr sie aufgezogen vor dem Schlafengehen? Und warum habt ihr mir nichts davon erzählt? Du wolltest uns nicht zuhören, Papa. Das stimmt doch überhaupt nicht. Ihr könnt immer mit mir reden, wenn es um was Wichtiges geht. Aber nicht um solche blöden Sachen wie... In der Tat, Willi ist ein äußerst guter Zuhörer. Ja, natürlich. Ihr könnt doch nicht zum Jahrmarkt gehen und... aber warum... Warum steht ihr in der Nacht auf und veranstaltet dieses Spektakel hier. Das kann auch kein Spaß von euch gewesen sein. Das sind Messer. Das sind gefährliche Werkzeuge. Ich habe das euch von Anfang an als kleines Kind gezeigt. Damit lauft ihr nicht einfach rum. Wir wissen es nicht. Ich weiß es nicht. Weißt du es, Elke? Ich weiß es auch nicht. Ihr könnt doch nicht den gleichen Traum gehabt haben. Ihr könnt doch nicht beide schlafwandeln und auf die Idee kommen, mit diesen bescheuerten Masken und den Messern eure Mutter anzugreifen. Ich hab geträumt, auf dem Jahrmarkt waren wir, da war ein lustiges Spiel. Wir sollten mit einem spitzen Gegenstand versuchen, so viele Luftballons gleichzeitig wie möglich zu treffen und zum Platzen zu bringen. Wir sollten immer wieder die Luftballons treffen und wir wollten gerade anfangen. Und dann hast du plötzlich meine Hand genommen und dann war ich hier in diesem Raum, ohne die Luftballons kaputt gemacht zu haben. Oh, Rosemarie, ich hab doch gesagt, die Kinder sind zu jung, um alleine auf dem Jahrmarkt zu gehen. Du hättest sie begleiten sollen. Die haben wieder irgendwelche Geschichten von irgendwelchen... Das hätte ich tun sollen, auf jeden Fall. Geschichtenerzählern gehört, die sie dazu angetrieben haben. Aber wer hätte denn ahnen können? Hier ist aber auch wirklich viel los und ich muss nun wirklich dringend mal ein kleines Geschäft erledigen. Es tut mir so leid. Ich bringe dieses Messer nun in die Küche und verabschiede mich. Johnny, Arthur, es tut mir so leid, dass ihr das hier mitbekommen sollt. Das ist eine absolute Ausnahmesituation. Das Messer bitte auch mit. Richtig verstanden, dass sie in den Messerblock gehören? Ganz, ganz richtig. Beiden freien Schlitze. Bringe ich mal hinunter. Ich glaube, ich brauche einen Verband, Willi. Ja, das wird schon wieder. Ich werf so einen Blick auf die Wunde und ich sehe, dass sie nicht oberflächlich. Ich sehe, dass sie nur oberflächlich ist. Jetzt hab dich mal nicht so, Rosmarie. Das ist nicht so tief. Gott. Kommt her, ihr Kinder. Es ist nicht so schlimm. Doch, natürlich ist es schlimm. Sie umarmt die beiden Kinder so, also zieht sie auch in ihre Arme. Beide oder alle drei schluchzen. Ich möchte mir die Masken genauer anschauen. Und du guckst dir die Masken an. Sie sehen so aus. Okay, das ist gruselig. Aus einem von dir nicht unbedingt bestimmbaren künstlichen Material. Es wirkt irgendwie an Seide nur stabiler. Deswegen haben sie auch leicht im Mondlicht geschimmert. Aber woher sie die haben? Der Jahrmarkt, das muss der Jahrmarkt gewesen sein. Die beiden hatten Rucksacktaschen an, also ihre Schulrucksäcke.
Das müssten sie gewesen sein. Dort haben sie die reingepackt, zusammen mit den anderen Süßigkeiten. Und du siehst, du gehst jetzt auch nach hinten und du siehst dir den Inhalt an. Ja, unauffällig, unaufgeregt, uninteressant. Zuckerstangen, du siehst noch Reste eines Gebäcks, Konfekt, Schokoladenbruch. Und die Masken, ja, waren wahrscheinlich daneben. Ich habe mittlerweile meine Fassung wieder gefunden. Und knie mich vor Michael, nimm so seine Schultern. Michael, sag mir, es ist ganz wichtig. Kannst du dich daran erinnern, wo genau du diese Masken herbekommen hast? Von wem du die bekommen hast? An welchem Stand war das? Ich weiß nicht. Ich weiß es wirklich nicht. Du kannst mir nicht erzählen, dass du nicht weißt, wo... Sag mir genau, was ihr abgelaufen seid. Also wir waren... Was habt ihr alles besucht? Wir sind da angekommen und da war eine Frau, die hat gesungen. Und dann haben wir uns die erste Wurst gekauft. Mit 2 Pfennig. Und dann haben wir später eine Lutschestange gekauft. Vom Süßigkeitenmann. Okay. Da war die Schiffsstauke. Und dann sind wir weitergegangen im Halbkreis. Und Elke wirft ein... Ja, und dann musste Michael auf... Da musste Michael pipi. Und danach gab es die Clowns-Vorstellung. Da war... Clowns-Vorstellung? War eine Clowns-Vorstellung. Wo war die Clowns-Vorstellung? Und dann war... Das war... da vor dem großen Gebäude. Oh, überm Zentrum. Das Rathaus meinst du? Ja, genau. Beim Rathaus war das... Da war das Kabinett. So nannte sich das. Und da war ein Zelt. Und dann sind wir weitergegangen. Und dann sind wir bei der Schiffsschauke gewesen. Und dann waren wir beim Hypnosatortiteur. Der Hypnosatortiteur. Und dann war da noch ein Gruselkabinett mit Monstern. Warte, dort? Da sind wir reingegangen. Warum hast du Elke mit ins Gruselkabinett genommen? Du weißt doch ganz genau, dass ihr beide zu jung dafür seid. Da war ein Troll aus Irland und da war auch ein Geschöpf aus den Alpen, das hatte Flügel von einem oh. und das hatte Schnabel und Krallen und das war... Das hast du noch nicht gesehen. Ja, kein Wunder, dass ihr Albträume habt. Aber das war nachdem wir beim Hypnotisateur waren und dann sind wir irgendwann nach Hause gegangen. Und sagt beim Hypnotisateur. Hypnotisateur. bei dem Typ. Der hatte ganz große Augen. Hat er euch hypnotisiert? Der hat jemanden aus dem Publikum hypnotisiert. Hypnotisiert heißt das. Hypnotisiert. Und dann... Hypnotisiert. Hypnotisiert. Und dann hat er uns alle angeguckt. Also hat in die Richtung geguckt. Und dann hat er in die Richtung geguckt. Und dann hat er in unsere Richtung geguckt. Und seine Brille, da haben sich seine Augen bewegt. Und man konnte reingucken. In die Augen? Ja. Hat er ein Gerät vor den Augen? Das war eine Brille und da hat sich das gedreht, wo die Brillengläser waren. Da okay. waren so Kreise, so Spiralen war das, Spiralen. Ja, genau. Das ist ein billiger Trick. Und dann hat er gegrunzt, der mit dem er mit den Hypnotisateur-Trick gemacht hat, hat er wie ein Schwein gegrunzt und gebellt wie ein Hund. Und dann sind wir weggegangen. Und Moment, wer hat gebellt wie ein Hund? Der Mann. Der hypnotisiert wurde. Der hypnotisiert. Das ist doch nicht so schwer. Der hypnotisiert wurde. Ja, super. Okay. Und dann sind wo stand das Zelt vom Hypnotisateur? Das war ganz, ganz unten. Also wir sind ja den Mittelweg hochgegangen und dann die Querstraße und dann ist ja der Dom da. Und dann ist oben das Rathaus auf der rechten Seite, also da, wo der Daumen links ist. Und dann sind wir quer durchgegangen und quer nach links unten, da war das Zelt vom Hypnotisateur. Und ihr sagt, und war das alles, was ihr besucht habt? Ja, weil die Clowns-Vorstellung, die war lang und das war auch sehr lustig. Ja, das glaube ich. Und die haben den Erwachsenen teilweise Torten ins Gesicht geschmissen und die Kinder, das war lustig. Die Kinder haben dann Bonbons bekommen, daher haben wir unser Konfekt und der Clown war wirklich lustig und
der hatte auch einen Riesen. Und der hatte noch ganz viele kleine. Die sind so klein wie wir gewesen, aber richtige Männer und richtige Frauen. Und die haben ja, davon habe ich schon gehört. Und teilweise hatten die nicht alle Finger. Nicht alle Finger? Nicht alle Finger. Oder die hatten irgendwas anderes. Und dann sind wir ja aber weitergegangen, um zur Schiffschaukel zu gehen. Und dann waren da noch Karussells. Aber weil Elke inzwischen schlecht war, sind wir dann wieder gegangen. Und dann am Anfang haben wir wieder gewartet und sind dann abgeholt worden von Mama. Okay, alles klar. Ich möchte mich mal einbringen. Ich höre hier Geschichten über Hypnotiseure, und wenn ich eine künstliche Intelligenz wäre, dann würde ich möglicherweise den Gedanken haben, dass Hypnose wohl der Grund sein könnte für den Vorfall, den wir gerade beobachten konnten. Nun, und ich bin schließlich Psychologe, vielleicht könnte ich ja behilflich sein. Ja, doch, da ist auf jeden Fall etwas dran. Es kann kein normaler Albtraum gewesen sein. Ich meine, immerhin sind sie beide gleichzeitig aufgestanden und wie es scheint, waren sie am Schlafwandeln. Ich meine, Elke ist sichtlich aufgewacht und so ist Michael. Allerdings glaube ich eigentlich nicht an Hypnose und dass das so funktioniert. Das erscheint mir schon sehr, sehr seltsam. Wenn Menschen diese Art von Einfluss hätten, wo wären wir dann bitte? Aber du hast recht, wir sollten uns das auf jeden Fall mal anschauen. Ich werde morgen direkt alle meine Möglichkeiten wecken und Nachforschungen betreiben. Und ich, wenn ihr möchtet, könnt ihr mich gerne begleiten, sobald der Jahrmarkt offen hat. Und sie schlafen nun wieder, sagt Rosemarie. Wer schläft? Die Kinder. Ah. Ich habe kurz darüber nachgedacht, ob ich sie einschließen soll, aber ich habe es dann doch nicht über mich gebracht. Nun, die Masken sind hier, das scheint ja irgendwie ein Enabler gewesen zu sein. Ich würde sie morgen gleich zu Dr. Toss bringen. Ich glaube, das ist das Vernünftigste. Ja, auf jeden Fall. Das müssen wir machen. Was ist, wenn sie vielleicht etwas Schlechtes oder Vergiftetes auf dem Markt gegessen haben? Das kann auch sein. Ich habe mir alles aufgeschrieben, was sie getan haben. Ich meine, es muss irgendwo vom Jahrmarkt gewesen sein. Wir müssen wissen, wie die Masken in ihrem Rucksack erschienen sind. Ich meine, sie können sich nicht daran erinnern. Also nehme ich mal an, dass irgendjemand sie dort hineingepackt hat. Aber wer würde auf die Idee kommen, Kindern Masken in den Rucksack zu stecken? Was könnte die Bedeutung davon sein? Vielleicht wurden sie hypnotisiert und haben die Masken zu dem Zeitpunkt bekommen. Aber das können wir jetzt noch nicht sagen. Meiner Meinung nach müssen wir uns das morgen in aller Ruhe anschauen. Das kann auf jeden Fall nicht sein. Da muss jemand seine Finger im Spiel gehabt haben. Jemand, der wirklich weiß, wie man Menschen manipuliert. Ich habe mir den Verband nun selbst angelegt, sagt sie, wirft dir einen vorwurfsvollen Blick zu. Ich werf so einen strengen Blick auf den Verband, zieh den so in zwei Richtungen relativ ruppig wieder fest, dabei zieht das so ein bisschen. Na also, das sieht doch schon besser aus. Ja. Gut. Und ich gehe ins Bett. Morgen stehen wir am besten ein bisschen früher auf. Die Kinder sollten ja eigentlich zur Schule gehen, aber Die Kinder gehen morgen nicht in die Schule. Die müssen erst einmal gründlich durchgecheckt werden. Hier passiert überhaupt nichts, bis wir das herausgefunden haben. Dass sie jetzt dieser Art von, naja, Gastfreundlichkeit ausgesetzt sind mit überraschenden nächtlichen stell dich ein. Ich hoffe, das war das letzte Mal, dass sie, naja, so unerholt vielleicht aufwachen werden. Arthur Jones, es tut mir wirklich leid. Wir werden den Jahrmarktbesuch auf morgen erste Priorität umverlegen und uns gemeinsam dort drüber bewegen. Ihr könnt natürlich auch selbst euch ein bisschen frei bewegen, wenn ihr möchtet. Ich muss nur zuallererst herausfinden, was in meine Kinder gefahren ist. Ihr habt das gerade mitbekommen. Das ist nicht etwas, was hier alltäglich passiert. Und ja, wie gesagt, das tut mir sehr leid, dass ihr das jetzt so miterleben müsst. Ich hoffe, das klärt sich schnell. Oh, ich hoffe auch, dass sich das schnell klärt. Und wie gesagt, ich würde sehr gerne anbieten, dass ich dir dabei helfe, herauszufinden, was wohl passiert sein könnte. Gerne, ich kann deine Fähigkeiten in Psychologie sehr gut gebrauchen. Und auch deine natürlich in Biologie. Ich war doch eigentlich urinieren.
Du bist mittlerweile wieder zurückgekommen. Okay, ja, gut, dann, ich denke auf jeden Fall, ich bin dabei, mein Wertester. Ich helfe dir natürlich immer gerne. Ich denke auf jeden Fall, dass es wohl nicht schaden könnte, sich diesen Jahrmarkt anzusehen und genau diesen Hypnotiseur auszumachen, zu sehen, wer er ist und was er mit den Menschen macht. Und nun, mit Sicherheit. Dann lass vielleicht uns nach hat einem er ja auch die Masken in die Taschen der Kinder gesteckt. Dann lass uns morgen nach einem schnellen Frühstück noch, bevor er offiziell aufmacht, losziehen. Und ich, Rosmarie, die gerade am Einschlafen ist, ich wechsle nochmal so ein bisschen unsaft. Rosmarie, du kümmerst dich darum, dass morgen hier ein Frühstück auf dem Tisch steht. Pünktlich. Richtig? Ja, ich werde um 6 Uhr aufstehen und ich werde das bereitstellen und danach werde ich die Kinder mitnehmen. Gut, jetzt schlaf. Und sie, dreht sich zur anderen Seite weg von dir. Der nächste Morgen bricht an. Sonnenstrahlen, brechen zögerlich und schüchtern zwischen vereinzelten Wolken hindurch. Später natürlich, nachdem ihr aufgegessen habt. Und euch um 7 Uhr morgens aufmacht. Der Zirkus wird nicht vor 12 öffnen. Ich würde sagen, das allererste, was wir tun, ist zu dem Zelt des Hypen. Was habe ich angestellt? Du hast das komplett einfach gelöscht aus meinem Gehirn. Ich kann das nicht mehr richtig. Hypnotiseur. Der Hypnotist. Hypnotiseur, so. Also, wir gehen zuallererst. Ich würde vorschlagen, dass wir uns direkt zum Zelt des Hypnotiseurs begeben und schauen, ob er aufzufinden ist und vielleicht ihn zur Rechenschaft zu zählen. Ich meine, wer sonst soll das gewesen sein? Oh, noch wissen wir natürlich nicht, ob er zu einer Rechenschaft zu ziehen ist. Nun, das werden wir schnell herausfinden. Vielleicht. Ich, immerhin, ist es auch ein Albtraum gewesen und wir konstruieren uns hier einen Zusammenhang, den es nicht gibt. Ein Albtraum meiner beiden Kinder gleichzeitig? Denkst du wirklich, dass das möglich ist? Nun, ich ziehe auch in Betracht, dass der Hypnotiseur möglicherweise dahinter steckt und die Kinder vielleicht manipuliert hat. Und es ist natürlich eine große Frage herauszufinden, was er wohl vorhat und was diese Masken für ihn bedeuten. Aber wir sollten auch nicht ausschließen, dass es keinen Zusammenhang dazwischen gibt. Ich würde da sehr hart rangehen. Ich würde ihn direkt zur Seite nehmen und ihn zur Rede stellen. Ich meine, ich dachte, du glaubst nicht an Hypnose, Wilhelm. Nein, natürlich. Ich weiß, dass die Menschen irgendwelche Möglichkeiten finden, andere zu manipulieren. Ich hätte nie gedacht, oder ich denke eigentlich immer noch nicht, dass es möglich ist, mit Hypnose zu solchen Taten, Menschen zu solchen Taten zu führen. Dann ist also der Hypnotiseur deiner Meinung nach unschuldig. Nun, das werden wir herausfinden, indem wir ihn zur Rede stellen. Ich meine, das ist meine Arbeit. So arbeite ich. Glauben Sie mir, die Menschen kennen mich hier und sie wissen, dass ich nicht sehr schonungsvoll bin. Und dass, wenn sie nicht reden und nicht die Wahrheit erzählen, dass sie mit harten Konsequenzen zu rechnen haben. Und dementsprechend wird sich das schnell herausstellen, ob er die Masken kennt, ob er die Kinder hypnotisiert hat, ob er in irgendeiner Form damit etwas zu tun hat oder nicht. Ich bin schon sehr gespannt auf unseren Besuch beim Hypnotisten. Hypnotiseur. Ich sage ja, der Hypnotist wird bestimmt faszinierend sein. Das mit Sicherheit. Möglicherweise ist er auch ein Hypnotist. Euer Gespräch verlief solange nun uns nicht hypotoniert. Bis hierhin und ihr verliefet euch ebenfalls jetzt bis zum Anfang, bis zum großen Eingang. Müsst den Marktplatz nun der Beschreibung eurer Kinder zufolge überqueren. Wir befinden uns nun, ihr müsst natürlich das jetzt über Kopf betrachten, hier am Anfang und müsstet an den ersten Spielbuden vorbei. Hier ist ein weiterer Wohnwagen, Wurfstand von scheinbar Ringen, so wie die Aufschrift da aufzeigt. Daneben ein Würstchengrill, der erkaltet ist. Könntet ihr jetzt hier quer durchgehen, hier an dem Kabinett des Clowns entlang, an den Karussells und so weiter und so fort. Und hier unten scheint tatsächlich das sogenannte Panoptikum zu sein. Der mysteriöse und magische Dr. Larifari wird angepriesen. Normalerweise wahrscheinlich durch einen Marktschreier jetzt, aber ist das Zelt dunkel und der Wohnwagen daneben. Dort
obgleich um euch herum noch niemand aufgestanden zu sein scheint, hört ihr, aber dort drin ist jemand auf. Zwei Personen. Und diese beiden Personen streiten miteinander. Wir haben gerade eine kleine Pause gemacht und Abend gegessen. Und jetzt befinden wir uns wieder im Abenteuer. Und zwar vor dem Wohnwagen des Dr. Larifari. Und du selbst hast ChatGPT befragt, was du denn tun willst oder kannst, sollst. Ja, meine Herrschaften, wenn wir herausfinden wollen, was sich in diesem Zelt abspielt, sollten wir vielleicht die Eingänge jeden Einzelnen bewachen, bemannen. Nun, und vielleicht haben wir sogar eine Möglichkeit, hineinzukommen in diesen... was ist das jetzt genau? Ist das ein Zelt oder ein Wagen? Es ist ein Wagen neben dem Zelt. In diesen Wagen neben dem Zelt. Und falls wir nichts Interessantes hören, dann könnten wir den Entschluss fassen, später nochmal den Hypnotiseur aufzusuchen und in der Zeit Ermittlungen anzustellen über die seltsamen Vorfälle in Wilhelms Haus. Was ist denn, Wilhelm? Beste Gesundheit, mein Wertester. Danke, danke. Nicht so laut. Ja, tut mir leid. Mir ist eine Fliege in den Rachen gefallen. Oh, was ein ungünstiger Zeitpunkt. Das haben Fliegen meinen Studien zufolge auch so an sich. Ja, ich habe gehört, sie sind feuchten Gegenden hingezogen. Ich wüsste nicht, wie man den Wert dieses Zeitpunkts in Geld aufwiegen könnte. Es ist nicht möglich. Von drinnen hört ihr im Übrigen ja die ganze Zeit ein unterdrücktes Schreien zweier Personen, einer weiblichen und einer männlichen, die ihre Stimmen gegeneinander richten. Ich habe doch ganz genau gesehen, wie du der Sarah hinterher geguckt hast und wie du sie angesprochen hast. Und was tust du, mich mit jedem x-beliebigen Typen, der sich unser Gast schimpft, Dinge anzufangen? Ich muss doch gar nicht erst hier Beispiele nennen. Du kannst ja noch nicht mal richtig dich ausdrücken. Ich rieche deine Fahne bis hierhin. Du bist erbärmlich. Einfach erbärmlich, Robert. Und so geht es noch eine ganze Weile weiter. Und dann hört ihr, wie jemand über euch... Nee, wartet mal. Über denen, die unterhalb des Fensters sind und gelauscht haben, neben der Tür die Gardine aufzieht. Wo ist denn jetzt wer? Ich stehe unterhalb des Fensters, so dass man mich nicht sehen kann, außer man drückt seinen Kopf gegen die Scheibe. Ja, du hockst da, genau. Ja. Ich bin dir ja gefolgt. Also ich habe ja gesagt, in der Tat, und bin dann deinem winkenden Befehlsgeber neben mir unterm Fenster. Mir gefolgt, so, und dann kam dein Vorschlag und dann wurde irgendwie weitergeredet. Ja, Arthur Mason GPT schlägt vor, sich in der Nähe des Eingangs des Zeltes aufzuhalten und zu gucken, wer rein und raus geht. Okay, das dadurch, dass jetzt ja noch gar nicht der Zirkus, wollte ich sagen, die Kirmes in Betrieb ist, geht hier niemand rein und raus? Nein, von dem Wohnwagen. Ach so, ja. Ja, dann ich habe ChatGPT nämlich die Größe dieses Wohnwagenzeltes, was auch mal nicht akkurat beschrieben. Mhm. Vielleicht denkt er, es ist ein Zirkuszelt oder sowas Großes. Ja, so groß ist das tatsächlich nicht. Da drin werden maximal 20, 30, 40 Leute Platz finden, je nachdem, ob da drin noch Stühle sind oder ob das zum Stehen gedacht ist. Mhm. Ja, eine Frau beugt sich raus und ihr seht, wie sie, oder du siehst, wie sie so ein bisschen Asche in den Wind stippt. Der dann davon getragen wird. Oh. Aber ohne ein Geräusch von mir zu geben, ist mir auf den Ärmel gefallen. Okay. Und dann, ja, wird das Fenster wieder geschlossen. Und du riechst neben dem Rauch noch eine verbrauchte, nach Alkohol stinkende Luft, die kurzfristig entwichen ist. Mm. Oh, das niedrige Leben. In dem Moment entschließe ich mich dazu, zur Tür zu gehen am Wohnwagen und zu klopfen, weil offensichtlich aus dem Gespräch nichts wirklich Interessantes zu hören war. Dann öffnet dir die Frau die Tür. Was wollen Sie? Hallo. Wir geben noch keine Autogramme. Dr. Larifari ist sehr beschäftigt. Keine Sorge, wir brauchen keine Autogramme. Ich habe ein paar Fragen. Sie kennen mich wahrscheinlich schon. Ich meine, sind Sie von hier?
Trägst du deine Marke offen? Hast du deine Uniform an? Ja. Ach so. Verzeihen Sie, jetzt sehe ich Sie besser. Sie rückt sich ihre Brille zurecht. Sie fragten? Ich überlege gerade, ob es eine schlaue Entscheidung war, nicht in Zivil unterwegs zu sein. Aber die Entscheidung ist getroffen. Ich bin in meiner Uniform unterwegs. Ah, das passt aber nicht. Ich trage die Maske. Das ist nur als Beschreibung. Ich trage meine Uniform? Meine, nicht die Uniform. Marke. Nur die Marke, genau. Ich trage nur die Marke auf meiner normalen Kleidung. Okay. Sodass es nicht im ersten Moment auffällt. Okay. Sie hat sie jetzt aber gesehen. Ja. Werte Dame, Sie, Ihnen gehört das Zelt hier drüben, richtig? Sie betreiben das, Sie betreiben das Zelt des Hypnosen. Hypnotisten. Des Hypnotiseurs. Des Hypnotisten. Das ist ganz richtig, ja. Des mysteriösen und magischen Dr. Larifari. Wir haben mit der Stadt alles geregelt. Wir haben unsere Standmiete bezahlt. Ja, ja, das interessiert mich alles nicht. Sagen Sie, wäre es wirklich, wenn ich mit Ihrem Mann ein Wörtchen rede? Ich sagte gerade, er wäre sehr beschäftigt. Worum geht es denn genau? Nun, es ist ein sehr wichtiges Anliegen. Gestern ist etwas vorgefallen, was ich, wo ich gerne ein paar mehr Informationen zu haben möchte. In der Tat. Wo kommst du jetzt her? Also achso, ich bin ihm hinterhergelaufen einfach. Okay. Ich versuche mich so ein bisschen an ihr vorbeizudrücken, um meinen Kopf in den Wohnwagen zu stecken. Haben Sie denn einen Durchsuchungsbefehl oder etwas Ähnliches? Ich glaube nicht. Wir sprechen hier von keiner großen Sache. Ja, er muss sich auf seinen Auftritt heute Nachmittag vorbereiten. Ja, das glaube ich Ihnen auch. Das ist auch überhaupt kein Problem. Aber wir brauchen nicht lange und ich denke, es ist sinnvoll für Sie, wenn Sie mir entgegenkommen, weil sonst kann ich sehr ungemütlich werden und kann Ihnen Ihre Arbeit doch um einiges schwerer machen. Wir auf Einschüchtern. In der Tat. Mir entgegenkommen, also ich gehe Ihnen gleich entgegen. Warte. Ich bin relativ hoch bei Einschüchtern. Ich habe es geschafft. Das ist ja doof. Warten Sie bitte kurz draußen. Ich werde Ihnen Bescheid sagen, ja? Alles klar. Lassen Sie sich nicht zu lange Zeit. Nein. Und sie geht zurück. Draußen. Polizei. Na gut. So, dann mach das Bett, Vibe, sagt er. Und dann hört ihr schlurfende Schritte. Und dann tritt ein Mann raus, den Hosenträger schief über dem Nachthemd, also ein Unterhemd halt an, und guckt jetzt zu dir raus, raucht ebenfalls. Was wollen Sie? Ich bin Dr. Larifari, aber gerade nicht im Dienst. Ah, Herr Larifari, gut, dass Sie es rausgeschafft haben. Setzen Sie sich doch kurz und ich zeige auf zwei Stühle, die vor dem Wohnwagen stehen. Setzen Sie sich doch kurz bitte. Ich möchte Ihnen etwas zeigen. Nun gut. Was kann ich denn für... Also ja, dann zeigen Sie mal. Ihr sitzt. Und aus meinem Rucksack hole ich... Ich öffne meinen Rucksack und ich ziehe so die Masken, ohne sie jetzt groß rauszuholen. Ich ziehe so die Masken. Haben Sie das schon mal gesehen? Nein. Also... ich weiß, dass das Masken sind, aber ja, die können von überall her kommen, wahrscheinlich von... Warum? Was ist denn damit? Okay, alles klar. Ich steck sie wieder zurück. Bei Ihren Vorführungen. Sie sagen, Sie können Menschen hypnotisieren, richtig? Natürlich. Ich kann mit den Menschen alles anstellen, was ich möchte. Alles anstellen, was Sie möchten. Und in welchem Ausmaß bewegen wir uns da? Und Sie brauchen mir nichts vormachen. Ich sagte gerade alles. Und Sie brauchen mir nichts vormachen. Ich bin mir sicher, dass Sie es nicht schaffen, die Menschen dazu zu bringen. Dann kommen Sie heute zu meiner Vorstellung, sagt er. Und er lebt so ein bisschen auf. Du hast zwar gemerkt, dir weht auch so eine leichte Bierfahne entgegen. Und das ist ja noch immer morgen. Aber jetzt, dadurch, dass du ihn auf sein Berufsfeld ansprichst, kommt da so ein gewisses Feuer in seine Augen.
Dann werde ich sie wirklich vom Stuhl reißen. Sie werden aufstehen und dann können sie sehen, was die Hypnose tatsächlich in der Lage ist zu tun. Und zu einem Sonderpreis exklusiv heute am Montag werde ich Ihnen eine Brille verkaufen können, wenn Sie möchten, gleich jetzt. Sodass auch hören Sie die Möglichkeit hören Sie, haben. Hören Sie. In der Tat. Ich habe wirklich viel zu tun heute und es ist einige und meine Nerven liegen blank. Ich bin mir sicher, Sie haben eine wunderbare Vorstellung. Aber wenn Sie so überzeugt sind von Ihren Künsten, können Sie mir bitte einmal, vielleicht können Sie mir ja einmal demonstrieren, wie das aussehen soll. Ich kann mir darunter noch nicht wirklich etwas vorstellen. Nun, ich bin ja Bühnenmagier und ich möchte das, was ich tue. Magier? Ich dachte, Sie sind Hypnotiseur. Hypnotiseur, das geht Hand in Hand. Und ich bin in der Tat. Und ich werde meine Kunst nicht einfach exklusiv nur Ihnen zeigen. Sie haben sich ja gar nicht mehr so lange zu gedulden. Aber ohne irgendwelche Hintergründe mir zu nennen, also wenn das hier jetzt eine Ermittlung sein soll, dann warum sollte ich Ihnen helfen? Nun, ich verstehe schon, ich verstehe. Sehen Sie, denken Sie, dass es möglich ist, Menschen so zu hypnotisieren, oder dass es Ihnen möglich ist, Menschen so zu hypnotisieren, dass sie noch viele Stunden nachdem sie bei Ihnen waren, Dinge tun, die sie sonst nicht tun würden? Man kann durchaus einen längeren Einfluss auf eine Person üben, aber dadurch, dass es so viele Disruptoren im Alltag gibt, würde ich sagen, das ist eher ungewöhnlich, dass es länger anhält als eine halbe Stunde, insbesondere wenn man dann sich einer anderen Umgebung aussetzt, zum Beispiel aus meinem Zelt heraus in das Licht der Herbstsonne tritt, dann ist das doch schon etwas anderes und dann löst sich der Bann. Es ist ja vor allen Dingen meine Präsenz, in der die Personen mitgefangen werden. Und wenn sie sich dann nicht mehr mit jemandem wie mir umgeben, ist es natürlich nur selbstverständlich, dass sich der Effekt dann aufhebt. Okay, alles klar. Sie sagen also, sobald man einmal raus aus der Hypnose ist, gibt es auch keine Rückfälle mehr. Nein, das würde mir ja auch meine Show kaputt machen. Stellen Sie sich vor, man sollte mich nur einmal sehen wollen und hätte dann genug von mir. Okay. Ich darf gerne auch mehrfach besucht werden. Verstehe. Und manchmal ist ein bleibender Effekt doch auch durchaus nicht dem Geschäft zuträglich. Nun, dann sei es so. In der Tat. In der Tat. Haben Sie Dank. Vielleicht werden wir bei Ihrer Show vorbeischauen. In der Tat. Ich danke Ihnen auf jeden Fall für Ihre Ehrlichkeit. Ansonsten tut mir leid für diese Unterbrechung. Ja, gleich um 15 Uhr soll es... Nein, 15 Uhr. Um 13 Uhr geht es schon los. Alles klar, vielen Dank. Dann wünsche ich Ihnen noch weiter gute Vorbereitung. Und, 12 Uhr hatte ich gesagt, ne? 12 ja. Uhr geht es schon los. Wünsche ich Ihnen weiter gute Vorbereitung und entschuldigen Sie nochmal die Störung. Ja, sagt er. Und schielt wieder zurück zu seinem Wohnwagen hinter sich. Und dann erhebt er sich nach dir und geht wieder zurück. Was sagst du? Ich habe wirklich von Hypnose wenig Ahnung, wie du merkst. Denkst du, er hat die Wahrheit gesprochen? Nun, ich habe ja alles mitgehört, was er sagte. Und so ganz ehrlich scheint er mir nicht. Er scheint dir nicht ehrlich? Nein, er sagt, er kann alles mit den Leuten machen. Natürlich kann er das nicht. Und nun, das ist klar. Natürlich, dass er da seine er wollte uns Tickets verkaufen. Aber nun, ich frage mich, was wohl passieren würde, wenn wir ihn offen darauf ansprechen, dass er sicherlich nicht so etwas tun könnte, wie dass er Menschen dazu bringt, nachts ihre eigene Mutter stechen zu wollen. Möglicherweise bringt ihn das ein bisschen aus der Reserve. Da mag etwas dran sein. Und etwas plumpsig und beziehungsweise, ja. Etwas plumpsig und mit zu viel
zu viel Selbstbewusstsein, zu viel Tatendrang, klopfe ich direkt nochmal an die Tür, die gerade zugegangen ist. Ja, jetzt muss ich mich aber wirklich auf meine Show vorbereiten. Wenn Sie sagen, Sie können alles mit Menschen machen, können Sie Menschen mitten in der Nacht aufstehen lassen und sie dazu bringen, einen Mord zu versuchen? Mord? Also erstens, nein, das kann ich nicht. Auch ich stoße an meine Grenzen und weswegen sollte ich das denn tun? Das unterstreiten Sie mir, deswegen sind Sie zu mir gekommen. Ich dachte, Sie wären möglicherweise einfach ein Fan, der gleichzeitig natürlich berufliches Interesse hat, um zu... Aber da... Was ist denn passiert? Ich habe auch andere Probleme, muss ich sagen. Ich glaube nicht, dass Sie die Menschen alles tun lassen können. Waren Sie das nicht, der gestern meine Frau angemacht hat? Nun, mein Freund ist gestern erst angekommen. Nein, Liebes, du bleibst hinten. Wir haben darüber geredet. Und nein, das mit Sarah ist eine alte Geschichte. Fang jetzt bloß wieder nicht damit an. Mein Freund Arthur ist gestern Abend erst angekommen. Sie? Ich denke kaum, dass das eine Möglichkeit ist. Und ich kenne keine Sarah, falls sie das beruhigt. Sind Sie ein Polizist? Nun sagen wir, ich interessiere mich ebenfalls sehr für Ihre Machenschaften. Und das sind erstens keine Machenschaften und zweitens keine Maschen. Nun, auch maschenhafte, ich meine, auch schachenhafte, also Ihre Hypnose, ich glaube, das ist alles nur Scharlatanerei. Wenn Sie beweisen, dass es etwas anderes ist. Warum sollte ich Ihnen denn etwas beweisen müssen? Na, weil ich Forscher auf diesem Gebiet bin. Wenn Hypnose wirklich funktioniert, dann wäre ich sehr interessiert daran, wenn Sie es mir zeigen. Aber wenn Sie es mir nicht zeigen können, dann glaube ich, dass es alles nur Unfug ist. Mit Ihrem Kollegen oder Freund oder wie auch immer, hatte ich bereits ausgemacht, dass wir uns um 12 wiedersehen werden. Und dann werde ich Ihnen zeigen, dass das, was ich tue, höchst professionell und höchst... glaubenswert ist. Ja, ich glaube Ihnen, wenn Sie es schaffen, mich in der Manege tanzen zu lassen, oder wenn Sie zum Beispiel meine Frau dazu bringen, die Scheidungspapiere zu unterschreiben, oder wenn Sie es zum Beispiel schaffen würden, meine Kinder dazu zu bringen, mich nachts im Schlaf ermorden zu wollen mit einem Messer und Masken im Gesicht, können Sie sowas auch? Also, das ist tatsächlich passiert? Nein, das ist eine rein hypothetische Situation. Eben drum, eine hypnotische Situation, so etwas kann nämlich niemand. Und Sie sagten, Sie können alles mit den Menschen machen und Sie können es doch nicht. Ein sehr sonderbarer Hypotenist. Dann würde ich tatsächlich in der Tat sagen, Sie haben recht, ich kann nicht alles. Natürlich ist das eine Art von Marketing, die sich gut verkauft. Ich kann nicht alles, aber das habe ich gegenüber Ihrem Kollegen auch schon gesagt. Ich kann Menschen so tun lassen, als wären sie Tiere, weil sie selbst kurzfristig daran glauben. Aber ich kann nicht Menschen so in einer Form beeinflussen, dass sie nach mehreren Stunden plötzlich etwas, vor allen Dingen Illegales, tun. Na, dann also haben wir es doch. Ein zweitklassiger Hypotenist. Hypnotiseur, Magier und Mysterie. Ich sag dir, Hypotenist. Der Dame Dr. Larifari passt wohl sehr gut. Es ist ein Künstlername. So, haben Sie jetzt noch irgendetwas zu tun? Auch kein Künstlername. Nun gut, und ich wende mich ab. Ich habe Ihnen gar nichts mehr zu sagen. Ich auch nicht. In der Tat. Wir entfernen uns ein bisschen von diesem Wohnwagen. Ja. Nun, ich glaube, das hat nun nicht so wirklich viel hervorgebracht, aber ich muss sagen, ich kann mir nicht so wirklich vorstellen, dass dieser Mann deine Kinder dazu gebracht hat, heute Nacht so etwas anzustellen. Ich kann mir vorstellen, dass sie einfach geschlafwandelt haben. Möglicherweise haben sie schlecht geträumt. Also meine aktuelle Hypnose ist auch, dass das nichts mit ihm zu tun hat. Und außerdem sagtest du doch, oder deine Kinder sagten, sie haben hier auf dem Jahrmarkt ein Luftballonspiel gespielt, wo man mit Messern auf Luftballons einsticht. Das hatten sie geträumt. Nun, ich meine, jeder weiß doch, dass man in seinen Träumen auch die Erlebnisse des Vortages möglicherweise mit einbezieht. Und möglicherweise ist hier irgendwas vorgefallen. Messern, Luftballons, dies, das, jenes. Und vielleicht haben sie das heute Nacht einfach sehr lebendig nochmal durchlebt. Und du sagst, dass beide meiner Kinder... Aber werter Kollege, ich hatte heute Nacht auch einen äußerst erschreckenden Traum. Was hast du geträumt? Ich war
auf einem Jahrmarkt, auf einer Bühne. Aber ich war ganz klein. Und ich wurde genommen und hochgehoben und Leute haben geredet in einer Sprache, die ich nicht verstand. Und... Oh, Sie haben Ihre Kindheitstraumata nochmal durchlebt, glaube ich. Lassen Sie mich doch bitte zu Ende reden, werter Kollege. Wurden Sie nicht hinfortgejagt von Ihrer Familie? Könnte das vielleicht ein Motiv sein? Dürfte ich bitte meine Formulierung beenden? Ja, vielleicht legen Sie sich zunächst auf diese Couch. In der Tat. nun ja, jedenfalls zeigten die Leute auf mich und verlachten mich. Vermutlich, weil ich einfach keine Reinigungskraft bin, wie der Rest meiner Familie. Aber worauf ich hinaus wollte ist, ich bin deswegen ja nicht wirklich auf den Jahrmarkt gegangen und habe mich kleiner gemacht und dort mich merkwürdig bewegt oder bin durch die Luft geschwebt. Ja, das mag alles sein. Aber kein Traum erklärt diese Art des Schlafwandelns. Nun, bei aber beiden. Was würde sie sonst erklären? Also, das gilt es herauszufinden. Ich habe eine schon solche sehr Art viele der Manipulation, gesehen. Eine solche Art der Manipulation, das ist etwas, das ist mir noch nie begegnet. Nun, werter Kollege, es gibt nun auch etwas, das nennt sich Drogen. Aber denken Sie... Möglicherweise waren ja die Süßigkeiten der Kinder in Wahrheit Drogen. Das stimmt und eine geringe Dosis könnte ausreichen, um bei Kindern einen sehr umfangreichen Rausch hervorzurufen. Das könnten Spurenelemente sein, die Erwachsene überhaupt gar nicht spüren. Ja, das erscheint mir doch etwas plausibel. Lass uns weiter den Weg abgehen, den meine Kinder gestern bestritten haben. Gut, du denkst gerade darüber nach und während du diesen Gedanken aussprichst, spricht dich eine andere Person an. Herr Meier, so früh schon auf den Beinen. Ja, arbeiten Sie denn heute nicht? Und du siehst Frau Sodensack, immer gut für einen Schnack, welche mit ihrem Kinderwagen entlang stolziert ist, Einkaufstaschen auf der linken und der rechten Seite. Eine, Nachbarin die Straße rauf, die offenbar jetzt auf dem Weg zum Einkaufen ist. Ah, Frau Sodensack. Haben Sie es schon gehört? Was habe ich gehört? Also, wenn das stimmt, aber das müssten Sie ja eigentlich mir erzählen. Was ist denn passiert? Nun ja, es heißt, vergangene Nacht wurde ein Ehepaar im Bett blutigst und brutalst ermordet. Und eine andere hat eine ebensolche Tat erlebt. Allerdings ist es Gott sei Dank irgendwie gut gegangen und sie überlebte das. Aber wer hat das getan? Bitte was? Von wem reden Sie? Von welcher Familie reden Sie? Die Familie, die... Straße runter, die mal diesen Spieleabend bei sich veranstaltet hat. Straße runter, Die Bismarckgasse, meinen Sie? Erzählt. In der Bismarckgasse, ja, doch, ganz genau. Es war die Bismarckgasse. Am besten keine Quersprache. Reden Sie von Familie Müller? Nein, Familie Karmann ist es gewesen. Ach, die Karmanns. Okay, und von wem haben Sie davon erfahren? Ist das jetzt gerade erst passiert? Na, die Nachbarn Ihrer Nachbarn redeten mit mir und ich erzählte es Ihnen. Und ich dachte jetzt, da ich Sie hier sehe und gestern sollen doch die Kinder der Karmanns auch hier gewesen sein, dachte ich, sind Sie jetzt hier auf Ermittlungs... Aber Sie haben ja Ihre Uniform gar nicht an. Nun, ich trage meine... Ich möchte nicht zu auffällig sein. Sie sind in Zivil. Ich möchte nicht zu auffällig sein gerade. Sie haben vollkommen recht. Ich habe schon von was ist denn mit anderem, den Kindern passiert? Das gilt es herauszufinden. Die armen Kinder. Wo sind sie denn jetzt gerade? Sie haben doch ansonsten gar nicht so viel Familie, wie sie auf dem Spieleabend vergangenen Winter erzählten. Wo sind denn die Kinder der Karmanns? Das weiß ich nicht. Vielleicht haben sie ja noch entferntere Familien. Ich gehe mal davon aus, dass die Kinder jetzt irgendwo in Obhut gehen müssen. Nein, ich meine jetzt gerade. Die arme Beate, die arme Annette ohne Kinder, ohne Martha, ohne Fritz.
Die Kinder, das ist heute Nacht passiert. Wo kann ich sie finden? Heute Nacht soll das passiert sein. Man hat gesehen, wie die im Einsatz befindlichen Polizisten dort vorgefahren sind. Und kurze Zeit später kam ein Leichenwagen vorbei, sagte man mir. Das haben die Nachbarn der Nachbarn gesehen. Und dann sind Tragen hineingebracht und wieder hinausgebracht worden. Und die Laken sollen blutig gewesen sein, sofern das natürlich möglich ist zu sehen. Aber warum sollten die gelogen haben und warum sollten da überhaupt Tragen gewesen sein? Und dann hat einer der Polizisten die zwei Kinder an die Hand genommen und sie sind rausgegangen und im Polizeiwagen sind sie davongefahren. Ja. In der Tat? In der Tat. In der Tat. Huh. Vielen Dank. Das hilft uns wirklich sehr. Passen Sie gut auf sich auf. Und ich wende mich euch zu. Ich muss auf die Wache. Gut, okay, wir werden uns in der Zeit mal den Clown ansehen. Wir orientieren uns hier in der Zeit mal weiter. Sehr gerne, macht das. Ihr wisst allerdings, es ist ja noch ein bisschen Zeit, weil ich habe gesagt, ihr steht so früh auf, bis der überhaupt anfängt, hier loszulegen, der Jahrmarkt. Dementsprechend wäre es vielleicht gar nicht so schlecht, kurz um und merke so, zu fahren. Es ist ja hier alles geschlossen. Ja, natürlich, der Jahrmarkt beginnt. Was sollen wir uns überhaupt angucken? Der Jahrmarkt beginnt doch. Ja, das stimmt eigentlich. Beginnt. Warum schließen wir uns nicht doch dem Herrn Willi an und. Ja, wir können uns erstmal die Wache ansehen. An echter Polizeiarbeit. Nun, wenn ihr mitkommen wollt, könnt ihr das natürlich gerne tun. Sind wir mit unserem Wagen gekommen? Mit meinem Wagen gekommen? Oder ist das nicht weit von meinem Haus? Nee, ich gehe mal davon. Nee, tatsächlich seid ihr nicht mit dem Wagen gekommen. Ihr müsstet also zurück nach Hause gehen. Das sind aber nur 20 Minuten Fußweg. Und es ist ja trocken. Dementsprechend wäre das vielleicht die beste Möglichkeit, ehe ihr in die öffentlichen Verkehrsmittel einsteigt. Und du hast es zwar quer durch den Ort jetzt zu navigieren, aber dann wird er wahrscheinlich in einer Stunde da. In einer Stunde erst auf der Wache? Eine Stunde, ja, mit dem Auto? Von meinem Wohnort. Nein, also, na ja, okay, das ist ein kleines, ich habe es ja gesagt, das sind 12.000 Einwohner. Ja. Dementsprechend in, ja, 35, 40 Minuten wird er da. Also das Dorf wurde, oder die Stadt wurde ursprünglich mal so gebaut, dass die Wache halt am anderen Ende liegt. Das scheint ein groß angelegter eine groß angelegte Sache hier zu sein. Ihr habt das ja mitbekommen. Ich frage mich, diese beiden, die da zu Tode gekommen sind, haben die Masken getragen? Nun, das müssen wir die Kinder fragen. Mhm. Deswegen schlage ich vor, lass uns zur Wache gehen und dort schauen, auf wen wir treffen. Gut. Alles klar. Mich erquickt die Idee, mich euch echter Polizeiarbeit anzuschließen. Ja, dann würden wir zurück auf Eilen. Nach kurzer Zeit sitzt ihr im Auto und dann auch bald steigt ihr aus bei der doch recht kleinen Parachima-Wache und du trittst ein, gefolgt von deinen beiden Freunden. Und ihr seht am Schalter den Wachtmeister Peter Kottenhagen sitzen. Junger, strebsamer Mann. Und er guckt nun zu dir auf und reibt sich die Augen. Peter, die Kinder, hast du davon mitbekommen? Ich habe es gesehen. Du warst dort? Ich war dort, ja. Kannst du mir sagen, was passiert ist? Unser Hauptwachtmeister auch. Gib mir... Also Frank. Ich brauche eine Zusammenfassung. Na, das ist wirklich eine heikle Angelegenheit. Also wir sind um 3 Uhr nachts gerufen worden. Und ja, die Kinder selbst waren am Telefon. Und die Kinder waren am Telefon? Die Kinder waren am Telefon. Und sie sagten, dass etwas passiert sei und sie haben geweint und... Aber die Kurzzusammenfassung ist, wir sind dann dorthin und die Kinder hatten das Telefon in die Hand genommen, nachdem sie die Messer fallen ließen, als sie mit Schrecken feststellen mussten, ihre
Eltern getötet zu haben. In der Tat? Was haben Sie Ungewöhnliches gefunden? Moment. Wer sind die beiden Herren? Das sind meine Freunde. Beachten Sie nicht. Sie sind gerade zu Besuch da. Ich kann sie nicht... Wollen Sie die jetzt wirklich damit... Ich bin Professor für... Die sind gescheite Leute. Sehr, 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 sehr intelligente und nun ja, aber deswegen ihnen Einsicht in unsere Polizeiarbeit zu geben, wenn die... Hören Sie nicht, mal, das Mister, ich bin keine Professor Sorge. Für Psychologie und habe meinem Freund Herrn Meyer schon in einigen Fällen weitergeholfen. Erinnern Sie sich an die Studie, von der ich Ihnen erzählt hatte, die so groß rausgekommen ist, wo ich teilgenommen habe? Entscheidungsfindung hat er bestimmt schon mal erwähnt. Ach so. Ja, das ist der Professor. Ja, nun gut, ich meine... Du bist mein indirekter Vorgesetzter, Willi. Ich vertraue dir da. Ich wollte es nur kurzfristig... Nein, ich weiß das sehr zu schätzen, dass du dir, dass du da vorsichtig handelst. Das ist auch genauso, wie du handeln solltest. Also diesen zwei Herrschaften können wir auf jeden Fall vertrauen und sie werden auch nicht das weiter in die Öffentlichkeit tragen, als es notwendig ist. In der Tat. Mein Ehrenwort als Gentleman darauf. Kannst du mir... Wer... gab es noch weitere Dinge an der weitere auffällige Befunde an der bei den Kahnmanns? Nun, die Kinder hatten die Messer aus dem Haushalt, aber sie hatten auch Masken. Sie hatten Masken? Ja. Was für Masken? Bösartig sind die Masken dreinblickende hier? Masken. Die haben wir, ja, die haben wir jetzt in der Reservatenkammer, während die Kinder, sie sind ja noch nicht strafmündig, jetzt von der Oma abgeholt wurden. Und ich meine, die Kinder haben ja sofort die Polizei gerufen, die Kinder sind scheinbar einem schrecklichen Albtraum aufgesessen und hatten anschließend diese schreckliche Tat verübt. Für die Großmutter wird keine Gefahr bestehen. Dementsprechend haben wir uns die Entscheidung bei deinen kleinen Menschen. Sind die Kinder noch hier und werden demnächst abgeholt? Die Kinder wurden vor einer Stunde von der Großmutter abgeholt. Ah, nein. Unter welcher Aktennummer finde ich die Masken? Also in der Reservatenkammer, die hinterste Reihe C17, bitte. C17. Heißt das jetzt, du ermittelst mit? Oder weswegen ich habe überhaupt davon mitbekommen? Also, wir haben den Praktikanten wieder nach Hause geschickt, aber nicht, dass jetzt irgendwie über Umwege die Information durch ihn an dich gekommen nein, ist. Nein, um Gottes Willen. Mir hat Frau, die Nachbarin ist mir gerade begegnet und hat mir davon erzählt. Außerdem habe ich einen anderen habe ich einen anderen Zusammenhang mit einem ähnlichen Fall, über den ich jetzt noch nicht sprechen kann. Aber es sind äußerst absonderliche Ähnlichkeiten festzustellen. Ähnlichkeiten? Sie meinen jetzt mit dem Ehepaar Vorhaus und ihrem Kind Jens? Ja, genau. Moment, ja. Mit ihrem Kind Jens? Nein, Vorhaus. Er will dir gerade jetzt einen anderen Fall erzählen, den wir noch nicht kennen. Okay, bring die Namen. Lass ihn das tun. Ja, das ist schwierig, aber... Mit dem Ehepaar Vorhaus? Ja, richtig. Von welchem Fall redest du nochmal? Also das, was auch letzte Nacht passiert ist. Es wurde angemeldet und das hatte scheinbar eine Art ähnlichen Traum und ebenfalls eine Maske und ebenfalls ein Messer. Ja, genau von dem Fall rede ich. Davon hatte ich nämlich mitbekommen. Deswegen bin ich auch schon so früh unterwegs, um das rauszufinden. Wissen Sie, die Vorhaus, die waren gute Freunde von mir. Ja, schrecklich, aber Gott sei Dank ist ihnen ja nichts passiert, außer der tiefere Schnitt an... Frau sind Vorhaus. Gute Freunde von mir. Mann, Frau. Nochmal. Ich finde es einfach so gut, dass nachdem wir Frau Sodensack getroffen haben, wir jetzt Familie Vorhaus kennenlernen. Stimmt. Darüber habe ich gar nicht nachgedacht. Ja. Sodensack ist erfunden, aber Vorhaus gibt's wirklich. Das ist der freudsche. Ja, ich. Wie auch immer, ne? Gedanken. Entdecke da meinen Freund Sigmund. Ach, der Sigi.
Ja. Also, bis auf den schlimmen Schnitt an der, am linken Arm von Frau Vorhaus ist ja nichts passiert. Ja, ja, du, das stimmt. Trotzdem, natürlich sollte so etwas niemand passieren. Und jetzt, wo ich das gehört hatte von den zwei Kindern, dachte ich, ich muss mir das auf jeden Fall einmal anschauen. Ja, ich möchte einmal ins Archiv gehen und mir die Masken anschauen und schauen, ob sie dem über. Macht ihr beiden es euch doch hier gemütlich? Ich zeig so auf eine Warte. Aber Willi, ich würde mir diese Masken nur zu gerne auch ansehen. Ich weiß nicht, ob ich euch würde zu gerne mit den Kindern sprechen. Das werden wir. Die, überlege dir das doch mal. Das wird schwierig, weil sie bei der Großmutter sind. Wenn ich mir diese Masken angucke, vielleicht kann ich ja Bestandteile von sogenannten Drogen daran feststellen. Das könnten wir tatsächlich einmal untersuchen. Oh, Jonathan, ich wusste nicht, dass du dich damit auskennst. Als Botanist natürlich. Peter, denkst du, ich kann die beiden ins Archiv mitnehmen? Und das war mehr so ein von wegen, drückst du mal ein Auge zu? Ja, er fängt deinen Blick auf, runzelt kurz die Stirn, zuckt dann die Schultern und... Okay, ich hab die Schlüssel. Mhm. Okay, und ich sag, dann kommt mal mit. Und dann gehen wir runter ins Archiv. Die Masken scheinen aus dem gleichen Material zu bestehen, wie auch die deiner Kinder. Sehen sie gleich aus? Sie sehen in einer Eigenschaft unterschiedlich aus. Während die Gesichtsausdrücke der Masken deiner Kinder relativ neutral waren, sind die Masken der Kinder, die tatsächlich den Mord verübt hatten, zu einem grauenhaften Grinsen verzerrt. Von links nach rechts ein Mund mit gebleckten Zähnen. Kann man sich auch die Masken in den Seiten angucken? Ja. Gleiches Material wie aus einem Guss. Fällt mir da irgendwas auf? Abgesehen davon, dass der Gesichtsausdruck anders ist, nichts. Auch keine Spuren von sogenannten Drogen? Du guckst es dir nochmal genauer an und du siehst ein etwas, das du meinst, Blut sein könnte. Also an dem einen Rand, als wäre das irgendwo hier runtergelaufen und dann am Ende hier so eine kleine Verdickung, als wäre es da runtergetropft und dann noch auf der anderen Seite ein Spritzer jeweils. Oh, Willi, sieh dir das an. Hier sieht man eine Blutspur, die... Es könnte beinahe so sein, dass sie aus dem Ohr gekommen ist und sich dann am Kinn gesammelt hat. Ja, das kannst auch. Du an der Maske erkennen. Naja, die Blutverlauf. Ich kann ihn mir ja nun genauer ansehen. Das könnte auch einfach das Blut der Eltern sein. Also, als Wissenschaftler... Ihr geht davon aus, dass das Blut der Eltern, das dagegen gespritzt sein könnte. Sehen die Masken denn genauso aus wie die Masken von Wilhelms Kindern? Also, wie gesagt, der Gesichtsausdruck unterscheidet sich fundamental, wirklich stilisiert war bei dir und eher neutral ein leichtes Lächeln andeutete, war dieses wirklich so ein höhnisches Grinsen, jetzt dem ihr hier entgegenseht, als ihr sie jeweils in der Hand habt. Davor habt ihr natürlich provisorisch einmal Handschuhe angezogen. Und ja, mit diesem Erkenntnisgewinn tretet ihr nun wieder aus der Asservatenkammer hinaus. Und hört dann tatsächlich irgendetwas, was sich so anhört wie, naja, noch mehr betrunkeneres Gerede als das von heute Morgen, als ihr, naja, den ersten euer vielleicht noch vielen weiteren Personen befragt habt. Ich weiß nicht. Und ein anderer Mann, den du als Frank identifizierst, den Hauptwachmeister, den Oberwachmeister, der zerrt einen möglicherweise Landstreicher in den Raum hinein, gemäß seiner Kleidung nachzuschließen. Lass mich raus! Und versucht sich zu lösen, aber dann wird die Tür zum Zellentrakt auf und wieder zugeschlossen. Frank Eberling lässt die Augen rollen, seufzt und geht hinüber zu der Kaffeekanne, die dort auf dem Tresen steht. Kurze Frage nochmal, ich habe eben gedacht, dies wäre auf der Innenseite der Maske das Blut gewesen. Habe ich das falsch verstanden? An der einen Längsseite, ne? Also an dem Rand, der abschließt mit der Haut. Ah. Und dann ist es hier wahrscheinlich so zur Seite runter. Guten Morgen, Frank, was ist hier denn los? Na, der
Wirre Willi. Hast du ja wahrscheinlich auch schon mal kennengelernt. Ja, den Amtsvetter, den man nicht haben will. Was hat er denn jetzt schon wieder gemacht? Naja, nicht die letzte Leiche, die wir uns ansehen mussten. Eine Leiche? Ja, von seinem Landstreicher-Kollegen, kann man sagen. Was ist denn passiert? Ich war das nicht. Kommt's von hinten? Also, er ist nicht in Sichtweite, aber der Gang mit den Zellen ist natürlich noch in Hörweite. Er ist einfach aufgewacht, seiner eigenen Angabe nach. Und da war er aber schon tot. Wir werden ihn später einem Verhör unterziehen. Was soll's. Wie? Möglicherweise hat Willi Paule, so hieß er, beklaut. Könnte sein. Also wir haben gesehen, da hing eine rostige Taschenuhrkette, aber ohne Uhr aus der Weste. Und dieser Paule, wie ist er denn gestorben? Naja, zu Tode gewürgt worden. Und da fragt man sich natürlich schon, wer das gewesen ist, richtig. Ja, nun, die Frage, die sich doch stellt, ist in einem Landstreicher nicht auch immer noch ein gewisser Teil seines kleinen Kindes, das jedem inhärent ist, geblieben? Und die nächste Frage ist natürlich, ist der Mord mit den bloßen Händen nicht die innerste Form des Mordes, die wir kennen? Kain erschlägt Abel mit einem Stein, und das ist doch die erste Waffe, die wir aus diesem alten Buch geschildert bekommen. Das hängt doch alles miteinander zusammen, oder nicht? Wir kommen vom Würgen zum Stein? Ich weiß nicht. Also, nun, natürlich wissen Sie nicht. Niemand weiß es ja so genau. Ich bin ja nur Oberwachtmeister, was weiß ich schon ganz genau. Aber unabhängig davon kann ich Ihnen zustimmen. Deswegen müssen wir das Verhör wohl auch noch ein wenig verschieben. Dieser, aufgegriffene Willi ist definitiv derzeit nicht verhörfähig und keinesfalls auch nur in der Lage, einem 5-jährigen kleinen Mädchen das Wasser zu reichen, wenn es darum geht, einfache Fragen zu beantworten. Böser Blick. Der Mann, der weiß. Ich war das aber nicht. Der weiße Mann hat es getan. Sie versuchen also Sie möchten also ein Verhör machen. Ja, selbstverständlich müsst er. Ich meine, neben dieser Inhaftierte soeben in Untersuchungshaft jetzt befindliche, wurde ja eigens neben der Leiche aufgefunden. Nun, wenn Sie nichts dagegen haben, dann würde ich eine kleine Unterhaltung doch begrüßen. Und da ich nun mal in diesem Feld forsche, kann ich vielleicht auch behilflich sein. Nun, die Stadtgelder sind knapp bemessen aufgrund der Kirmes. Oh, ich würde das einfach aus eigenem Interesse tun und ich erwarte keine Bezahlung. Das Wissen, das ich dabei erlange, soll mir Lohn genug sein. Ich werde darüber nachdenken. Wenn Sie eine Karte haben, können Sie sie hier hinterlassen. Und, nun, eine Karte führt keine Verhöre. Das können wir auch jetzt direkt machen. Ich erledige ich das. Ich sage Ihnen, der Mann ist derzeit nicht verhörfähig. Ja, vielleicht. Oh, das bedeutet nicht, dass man keine Informationen daraus bekommen kann. Nur weil er nicht durchaus eher falsche kann. Informationen und Informationen, die ins Leere führen. Lass uns doch kurz mit ihm reden. Vielleicht kriegt mein Freund was damit hin. Ich regel das schon, Frank. Na gut, tu, was du nicht lassen kannst. Aber ich sag dir eins, du bist eigentlich im Urlaub. Ich weiß. In der Tat? Nein, im Urlaub. Ich habe, Ach, im Urlaub? Aha. Ich bin hier aber mit reingezogen worden und muss das jetzt auch zu Ende bringen. Ihr geht, um das abzukürzen, zu dem Mann hinter Gittern. Und ja, versucht ein paar Worte aus ihm herauszubekommen. Wir müssen das kurz halten, dementsprechend erlaube ich euch jetzt ein paar Fragen zu stellen. Und wie heißt denn du? Willi bin ich. In der Tat. Willi, kannst du uns sagen, was passiert ist, wenn du sagst, dass es nicht du warst, der ihn umgebracht hat? Von was für einem weißen Mann redest du? Das war... Ich hab geträumt. Ich bin irgendwann eingeschlafen, aber da in meinem Traum, da ist so ein scheußlich bös reinschauender Mann mit kahlem Kopf und weißem Gesicht gewesen. Er hat so ein weißes Kostüm angehabt, weiße Augen, und der ist ganz komisch gegangen. Das war in der Nähe vom
vom Jahrmarkt. Wir haben uns Fusel gekauft. Wir konnten am Vortag ganz gut uns was zusammensparen. Und dann sind wir eingeschlafen und dann war da der Mann und ich bin wieder eingeschlafen. Und dann war Paul tot. Aber ich war es nicht. Ich bin ja nur eingeschlafen. Das war der Mann. Sagen Sie, Willi, vielleicht erinnern Sie sich ja noch, nicht wahr? Als dieser Mann nun auftauchte, dieser weiße Mann, wie Sie ihn nennen, was für eine Zeit war da auf der Uhr zu sehen? Ich bin mir nicht sicher. Ich hab ja keine Uhr. Ich hab mir eine ähnliche Frage gestellt und hab dann nachgesehen, weil Paul hat eine Uhr, aber da war gar keine Uhr mehr dran an der Kette. Und nun, gab es denn eine andere Möglichkeit herauszufinden, wie spät es nun war? Sagen wir mal, sowas wie den Stand des Mondes oder den Stand der Kirchturmuhr oder etwas Vergleichbares? Kirchturmuhr ist auf der anderen Seite. Die Gebäude haben es verdeckt und da ist das Riesenrad, das hat mir auch die Sicht versperrt. Deswegen hatte ich keine Möglichkeit und ich konnte wirklich nicht gehen. Und wie nah am Riesenrad war das denn nun? Das ist ja... So 200 Meter oder so. Ich bin jetzt wirklich sehr müde. Ich würde gerne wirklich schlafen. Sag mir, Willi, was hast du davor gemacht? Womit hattest du deinen Tag verbracht, deinen Samstag? Wir haben ein bisschen gebettelt und dann haben wir irgendwann genug Geld für Fusel zusammenbekommen. Für Fusel? Ja. Was sind Fusel? Also, das könnte nun entweder sich auf ein alkoholisches Getränk beziehen oder auf das, was man abends manchmal in seinem Bauchnabel findet. Ich wollte gerade sagen, dass es sich ja vermutlich um das in dem Bauchnabel handelt. Nun, ich denke... Ich bin ja kein Muttersprachler, deswegen weiß ich es nicht genau. Ich denke, es handelt sich um das alkoholische Getränk. Aber was bedeutet das denn nun, Willi? Wo hatten Sie den Fusel denn her? Das war hinterm Jahrmarkt, da in der Kneipe. In der Kneipe? Welche Kneipe? Er nennt dir einen Namen. Okay. Alles klar, Willi. Dann schlaf dich mal aus. Ich hab das wirklich nicht gemacht. Müssen Sie mir glauben, wenn ich Alkohol getrunken habe, dann schlafe ich. Das habe ich gemacht, aber dieser Mann, wie ein Gespenst, der hat die Füße, da hat er gar nicht den Boden mit berührt. Er ist hin zu Paolo und dann hat er ihn tot gemacht. Und das, er ist geschwebt, ja? Das hast du gesehen oder das hast du geträumt? Das habe ich geträumt, aber dann war er ja tot. Also irgendwas ist da passiert. Und dann habe ich diese Glocken gehört und dann sind mir die Augen wieder zugefallen. Ach, Mensch. Nun, wir müssen dann auch mal weiter. Was wir für wünschen Glocken einen denn überhaupt? Schönen Schlaf. Ja, und er geht. Er sagt nur noch mal die Glocken. Wilhelm, ich muss da mal was sagen. Er geht nicht, er geht auf seine Pritsche zurück. So. Also da ist das, ja. Deine Kinder sind nachts unterwegs mit Masken und einem Messer bewaffnet. Und als sie angesprochen werden, erinnern sie sich an nichts, aber sie sagen, sie haben geträumt, wie sie Luftballons mit einem Messer zerstochen haben. Nun sagt dieser Mann, eine weiße schwebende Gestalt hätte seinen Freund Paolo umgebracht. Und am nächsten Tag ist Paolo tot. Und nun frage ich mich, wollen wir nicht vielleicht wirklich mal mit den Kindern, die jetzt bei ihrer Großmutter untergebracht sind, sprechen und sie fragen, wovon sie geträumt haben? Und möglicherweise ergibt sich dadurch ja ein kohärentes Bild. Und Ich glaube, das hängt mit den Träumen zusammen. Das scheint mir auf jeden Fall auch einen Zusammenhang zu haben. Ich denke, wir haben es hier mit einem ähnlichen Fall zu tun. Der Willi hat Paulus umgebracht, aber Paulus. Er weiß... Willi hat Paolo umgebracht. Weiß es aber nicht, weil auch er geträumt hat. Aber vielleicht oder also geschlafwandelt hat. Um es richtig zu verstehen, du hast Paulus umgebracht? Nein, nein. Ich meine, Johnny. Es könnte doch Stimmt, auch sein. Auch Willi. Das hast du aber auch früh bemerkt. Ich muss sagen, was mir noch fehlt an der Sache mit dem Paolo, das ist eine Maske. Aber jetzt mal so ganz nebenbei, fandst du es nicht auch überaus erquickend zu sehen, wie Willi befragte? Ja, ich weiß, das ist der einzige Vetter, der mir in dieser Stadt bekannt ist und es ist nicht gerade schmeichelhaft. Aber gut.
Ich halte die Idee nach den Kindern der verstorbenen Kahnemanns zu suchen eine durchaus sinnvolle Idee. Vielleicht können sie uns etwas von ihren Träumen erzählen. Was heißt denn hier suchen? Ja, genau. Vielleicht sie zu besuchen. Und vielleicht können sie uns in auch erklären, was sie auf dem Jahrmarkt zuvor getan haben. Richtig, richtig. Das sollten wir uns dann auch ansehen. Peter? Warum sind eigentlich alle kleinen Menschen dieser Ortschaft eigentlich so mordlüstern? Peter, gibst du mir eben die Adresse von der Großmutter? Ja, natürlich. Ich habe hier irgendwo noch meinen Notizblock. Sie hinterließ mir ihre Adresse hier. Danke dir. Okay, wir wissen, wo es hingeht. Wir sind ja mit dem Auto hergekommen. Danke euch. Ich halt euch auf dem Laufenden. Frank, mach dir keine Sorgen. Und in der Tat. Ja, wir gehen raus. Und fahrt zu der Großmutter. Ja. Gut. Adieu. Vor Ort findet ihr die drei mit Tränen geröteten Augen vor jede Antwort auf eure Fragen nicht viel mehr als ein Schluchzen, aber nach einiger Zeit bekommt ihr dennoch raus, dass die Art von Traum, die die beiden Kinder beteuern gehabt zu haben, sich sehr stark der Art von Traum ähnelte, die deine Kinder hatten oder den deine Kinder hatten. Haben die auch davon geträumt, Ballons zu zerstechen? Sie hatten von dem gleichen Spiel geträumt. Okay. Und dann am Ende tatsächlich, vor Ort, und das ist aber wirklich jetzt nur nach einer gewissen Zeit des zutraulichen Redens möglich, erzählen sie davon, wie sie, die Eltern vorgefunden hatten, als sie irgendwann wie aus einem Bann erwacht sind. Mir stellt sich ja die Frage, haben sie denn in ihrem Traum auch einen Preis gewonnen für ihre Handlung? So eine pietätlose Frage. Nein. Jetzt verlassen Sie bitte dieses Haus. Nun, ich muss mich für meinen Freund entschuldigen, aber als Forscher auf diesem Feld... Nein. Ich möchte, dass Sie nun... dass das eine wichtige Frage ist. Es ist ja nur aus naturwissenschaftlicher Neugier heraus entstanden. Der Mensch wiederholt seine Taten nur durch Aussicht auf eine Belohnung. Entschuldigen Sie bitte die Unverholfenheit meiner Freunde. Ein Mann hat gelächelt und gesagt, jetzt ist alles besser. Ein Mann hat gelächelt? Was für ein Mann? Ein Mann mit einem breiten Lächeln hat gesagt, jetzt ist alles besser. Wann? Wer hat das gesagt? In eurem Traum? Niemals mehr. Die bösen Eltern, hat er gesagt. War das in eurem Traum? Das kann ich sehen. Und dann sind wir aufgewacht. So, jetzt gehen Sie bitte raus. Nein, ich möchte noch einmal wissen, wie ist denn Ihre Beziehung zu Ihrem Vater gewesen? Und die alte Frau erhebt sich und wedelt mit der einen Hand, während sie sich mit der anderen Hand auf ihren knotigen Gehstock stützt und treibt euch aus dem Haus hinaus. Da ist man ja fast froh, dass man keine eigenen Bälge hat. Na, das hat uns ja nicht wirklich weitergeholfen. Naja, doch durchaus. Wir wissen, dass auch das definitiv eine Verbindung hat. Es scheint, das muss dazu geben, das Spiel mit den Ballons und den Messern und die Maske führt dazu, dass sie ihre Eltern erstechen. Nun, und Willi hat einen anderen Traum geträumt. Er träumte von dem weißen Mann und er brachte seinen Paula also mit den bloßen Händen um und es war auch keine Maske dort. Ob die Maske etwas mit den Messern zu tun haben? Aber? Das können wir nicht sagen, aber wir können uns auf der Suche machen, auf dem Jahrmarkt nach Ständen, die die Motive der Träume widerspiegeln. Ich habe noch eine Idee. Wir Aber könnten die Frage, auch einen... die sich erstellt ist, ist denn jetzt wirklich alles besser? Nun, das ist eine Frage, die sich in verschiedenen Richtungen auftaut, aber ich habe noch die Idee, dass man einen Stand auf dem Jahrmarkt aufstellen könnte, bei dem man tatsächlich genau dieses Spiel anbietet und dann einfach mal schaut, wie die Anwesenden darauf reagieren würden. Du meinst, dass wir andere anlocken können, die den gleichen Traum hatten? Eben das und auch vielleicht, je nachdem, ob es tatsächlich das Werk dieses Hypnotiseurs ist oder eines der Clowns oder so etwas, dass der vielleicht dadurch nervös wird und sich bemerkbar macht. Hm? Ja, das ist durchaus eine Möglichkeit, aber es ist sehr aufwendig. Sehr aufwendig. Ich würde eher dazu tendieren zu sagen, dass wir uns weiter umschauen. Ich meine, bis jetzt haben wir nur den Hypnotiseur besucht und ich... Soll ich dir kurz helfen? diesen Hypnotiseur, den Hypotenisten nochmal so aufsuchen.
ein Hypotenist. Denn ich bin wirklich interessiert daran, zu sehen, ob er mich nun in seiner Show tanzen lässt oder nicht. Und ob ich mit meiner Frau noch weiter verheiratet sein werde oder nicht. Und ob er es schafft, mir diesen Traum zu installieren wie diesen Kindern oder eben auch nicht. Und es ist, und das wäre jetzt tatsächlich... Es ist bereits 23:30. Wenn wir uns jetzt auf den Weg machen, schaffen wir es noch pünktlich zur Vorstellung. Ja, und ich glaube, wir sollten uns mal den Clown ansehen. Hoffentlich werden wir nicht hypotenistet. Das wäre durchaus ärgerlich. Und hoffentlich bekommen sie keinen Hypertonus. Können wir... In der Tat. Können wir uns auf den Weg machen? Ihr macht euch auf den Weg und ihr kommt kurz Zeit später an. Findet einen Parkplatz dort zum Glück direkt vor dem Haupteingang auf der rechten Seite vor euch das Rathaus. So sind die Kinder von euch ja gestern auch hergekommen und die hattet euch ja gar nicht viel Zeit gelassen, die einzelnen anderen Geschäfte zu betrachten. Jetzt empfängt euch tatsächlich Musik und der Duft von, naja, Bratwürsten jetzt in nächster Nähe, weiteren tollen Gebäckern oder wie man das auch sagen kann, weiterem Gebäck. Und ich mache hier gerade viele Dinge gleichzeitig. Heureka! Diese Gerüche wecken in mir den Frohsinn. Und der Frohsinn wird vielleicht so ein bisschen getrübt, wenn auch du ergriffen bist von der Melodie, die sich leise über dem schallenden Gelächter und Geklirre des tosenden Jahrmarkts erhebt. Oh, hört mal diese Musik. Welche Melodie? Eine langsame, traurige Melodie aus einer etwas schräg klingenden Drehorgel, die gegen den Lärm des Marktes ankämpft. Dort steht eine Frau hinter dem Eingang. Auf ihrer Drehorgel ein kleines Äffchen, ein kleines Kapuzineräffchen mit einer Emailletasse, die es ausstreckt, um Leuten wie euch vorbeikommenden entsprechend eine Spende abzulocken. Und hinter der Drehorgel eine Frau mit geschlossenen Augen, die anfängt zu singen. Und sie singt etwas, wenn auch mit stark deutschem Akzent, wohl französisches. Corre viendrai le feuille mort qui danse avec le vent d'automne et danse avec le vent d'automne und so weiter. Wirklich sehr, sehr schön. Und ihr seid für einen Moment ganz ergriffen, bleibt stehen, während sich du erstmal eher umguckst. Und dann ist die Melodie irgendwann verklungen. Es war ein relativ kurzes Lied. Könnt ihr Französisch? Nein, aber das klingt sehr schön. Ist es verwandt mit dem Grönländischen vielleicht? Sie hatte irgendetwas von Kindern gesungen. Mein Schulfranzösisch ist schon eine Weile her. Du hattest doch mit mir in der Schule auch den Kurs belegt. Eine klirrende Tasse, klirrende Münze fällt in die Tasse und sie öffnet kurz die Augen und lächelt den Vorbeigehenden zu, die sie dort reingeworfen haben. Ihr seht, ihre Augen sind milchig. Offenbar ist sie blind. Okay, ich nähere mich ihr und spreche sie an. Werte Frau, können Sie uns sagen, was Sie singen? Was bedeutet das? Ja, selbstverständlich. Ich habe gehört, Sie sagten gerade etwas von Kindern. Nicht ganz, es ist für die Kinder, aber es ist doch eher ein trauriges Lied. Wenn die toten Blätter zurückkommen würden, die tanzend mit dem Herbstwind und tanzen mit dem Herbstwind, mit dem Wind. Es ist ein Lied zu dieser Jahreszeit passend. In die Toten. In der Tat. Und was hat es nun mit den Kindern auf sich? Die Kinder? Ach, die Kinder freuen sich, hier zu sein. Und ohne die Kinder hätten wir wahrscheinlich keine zahlenden Eltern, die hierher kommen würden. Haben wir nicht ohne die zahlenden Eltern sonst keine Kinder zu erwarten? Ist das nicht eigentlich vielmehr so herum? Es mag durchaus ein Kreislauf sein, lächelt sie, und also während sie an dir vorbeispricht. Es mag sich gegenseitig bedingen. Aber es stimmt schon, ohne ihre Kinder wären sie keine Eltern. Ja, nun, ich würde mal meinen Computer befragen, wo wir wohl als nächstes hingehen sollten. Computer? Achso. Ja, mach das mal. Guck mal ganz kurz rein. Oder du befragst natürlich sie.
sie, die am Eingang steht. Aha. Was? Ach so, sie steht am Eingang eines Zimmers. Also das Ding ist, du hast ja noch gar nicht so richtig den Input, was du überhaupt alles sehen könntest, ne? Es sei denn, du nimmst Bezug auf das, was gestern die Kinder erzählt haben, wo sie gewesen sind. Nein, ich würde tatsächlich Arthur Mason GPT hier selber entscheiden lassen, wo er SES hingeht. Und vielleicht okay. Deckt sich das mit etwas, was du gesagt hast. Wo auf der Kirmes gehen sie hin? Oder ja. Okay, wo, na, versuchen wir es mal. Spannend, spannend. Und sie, also, was führt sie hierher? Ich Och, habe ich nicht das Gefühl, dass Kinder um sie sind, oder sind sie etwas schüchtern? Nun, ich bin selbst Vater und, wo haben sie ihre Kinder gelassen? Meinen Kindern geht es heute nicht gut. Ich, sie waren gestern hier und es ist etwas passiert, was ich nicht aussprechen kann. Man stelle sich das nur vor, diese kleinen Menschen griffen sich Messer. Oh, Johnny, wir können doch nicht so unvorsichtig darüber reden. Die Kinder oder die anderen kleinen Menschen hier? Nein, alles gut, alles gut. Manchmal. Ich denke, sie nennt man Kinder. Sagen Sie, gute Frau, kennen Sie sich aus damit, wo hier was zu finden ist? Nun. Ich habe durchaus ein paar Gespräche geführt. Ich kann mich hier einigermaßen zurechtfinden, sofern es nicht so laut ist. Es kommt ganz drauf an, wo Sie hin möchten. Ich habe natürlich ein paar Kontakte. Man trifft sich ja immer mal wieder als Aussteller auf den diversen Jahrmärkten. Ja, schauen Sie, ich habe mir gerade überlegt, wo man wohl hingehen könnte auf diesem Etablissement, denn es ist ja schon ein sehr großer Jahrmarkt. Und da ist mir die Idee gekommen, ich würde sehr gern einen Wahrsager oder einen Magier ansehen. Oder sowas wie mit Hypnose beispielsweise, aber nicht den Hypnotiseur selbst, denn da waren wir ja schon. Oder auch vielleicht den Stand eines Arztes oder Apothekers. Denn ich sag euch jetzt, was seine Idee ist. Er fragt hier also, wir könnten auch den Stand eines Arztes oder Apothekers besuchen, um herauszufinden, ob es irgendwelche Medikamente oder Drogen gibt, die in Verbindung mit der Hypnose verwendet werden. Und das ist ja nun genau deine Idee gewesen, Jonathan. In der Tat. Gibt es Stände des Apothekers oder des Ärztes hier? Oh, nicht unbedingt, dass ich wüsste. Ich meine, dass... Und was denken Sie überhaupt über den Hypnotisten? Über den Hypnotiseur, den Larifari? Den Hypnotisten Larifari. Den Opportunisten, sagte er. Nun, ich habe eher das Gefühl, gemäß dem, was er erzählt, dass sie die Opportunistin ist und sich mal auf die eine oder die andere Seite schlägt, also seine Assistentin, seine Frau oder Bettseite schlägt, aber das ist nur Hörensagen, da möchte ich keine weiteren Gerüchte in die Welt streuen, ja. Verstehe. Ach. Und er, da kann ich jetzt nicht ins Detail gehen. Ich habe ihn nie besonders gut kennengelernt. Fesselnd. Also, wenn es um zusammengemixte Dinge geht, die aber man nicht verzehren kann, würde ich Ihnen ja das Monster- und Mutationskabinett empfehlen. Hatten meine Kinder nicht davon auch etwas erzählt, dass sie dort waren? Oh ja, da waren sie auf jeden Fall. Beziehungsweise, ich brauche ja nur in meine Notizen schauen. Ich habe mir ja aufgeschrieben, wo sie waren. Dieser indische, dieser irische Troll. Richtig, der fasziniert mich. Richtig, das war das. So, nee, das war das Gruselkabinett. Ist das das Gruselkabinett, von dem Sie sprechen? Das Gruselkabinett, ja, ich würde es so nennen, obgleich man nicht erschreckt wird, sondern eher von Raum zu Raum geht. Es ist so ähnlich wie das Spezialitätentheater. In dem Monster und Mutation sieht man die meist ausgestopften Tiere, die, ich würde sagen, eher zusammengebastelt sind, aber ich kann es ja nicht beurteilen. Das ist das, was mein Vater erzählt. Und im Spezialitätentheater sieht man, naja, die Menschen mit ihren grausamen Schicksalen. Und ich bin ganz froh, dass ich das nicht miterleben muss. Diesen irischen Kobold würde ich zu gerne sehen. Lass uns doch als nächstes bei den Monstern vorbeischauen. Vielleicht finden wir dort weitere Hinweise, was in meine Kinder gefahren ist. Und natürlich sind ihre Kinder nicht da, aber genauso wie bei
Larifari ist die Vorstellung des Clowns natürlich immer sehr erquickend. Also ich meine das zumindest. Er hat eine sehr angenehme Stimme. Ach, in der Tat. Aha. Würfel mal auf das, Psychologie. Ja. Wir alle? Mhm. Oh, das ist mein Moment. Ah, normalerweise würde ich es verdeckt machen lassen, aber in dem Fall... Eins. Oh. Sehr gut. Also ich habe es regulär geschafft. Okay. Also während sie das sagt, fängt sie spürbar an zu erröten. Und du siehst zwar natürlich keinen verträumten Ausdruck in ihren Augen, aber sie fängt schon so ein bisschen an zu lächeln, während sie Horrorbeben in den Mund nimmt. Aha, die Stimme des Clowns, also ich verstehe. Nun, ich danke Ihnen für Erotisch. Ich danke Ihnen für die Information. Haben Sie, vielleicht begegnen wir uns noch, haben Sie einen guten Tag. Dankeschön. Ja, und sie fängt wieder an ihrer Kurbel zu drehen. Nun, wir haben mehrere Anlaufpunkte. Mhm. Wir sollten uns definitiv den irischen Troll ansehen. Zu dem Monsterkabinett begeben. Ja. Und ich habe so etwas noch nie gesehen in meiner Laufbahn. Ich weiß nicht, ob der Clown wirklich so uns so weiterhelfen würde. Es war ja relativ offensichtlich, naja, aber dass die Frau an der Orgel, an der Drehorgel, andere Motivationen hatte, vom Clown zu reden. Aber mein guter Willi, wenn ich es richtig verstanden habe, haben doch deine kleinen Menschen davon erzählt, dass sie vom Clown die Süßigkeiten bekamen. Ja, das stimmt. Da ist etwas dran. Und vielleicht hat er ihnen in dem Moment ja auch die Masken zugeschoben. Wir müssen auf jeden Fall beiden einen Besuch abstatten. Inklusive auch noch diesem Sonderbaritäten-Theater. Das auch, ja. Lass uns Womit wollen wir anfangen? Lass uns zuerst zum Monsterkabinett gehen. Auf, meine Freunde. Bist du dabei? Nicht so weit... entfernt. Ah nee, doch, das ist relativ weit entfernt. Was ist denn am nächsten? Also ihr seid ja hier am Anfang noch und ihr habt... Ja, ich bin dabei. Gut. Okay, also ihr könnt jetzt vorbeigehen zwischen den Schießständen und dem Wurfstand hindurch und geht dann an dem ersten Lilliput-Karussell vorbei oder, naja, das ist eigentlich so ein Kettenkarussell. Und dann kommt ihr vorbei an dem Kabinett des Horrorbienen, an dem Unterhaltungskabinett. Seht, da ist eine Wiese, ein eingezäuntes Gebiet und so eine Art Puppentheater, das aufgestellt wurde, samt Zelt. Ein sehr, sehr großer Wohnwagen, also so ein riesiges Fahrgeschäft wirklich, wo wahrscheinlich mehr als nur eine Person Platz hat. Und dann eine große Menschenmenge, die tatsächlich schon wartet vor dem auch relativ großen Geschäft, ein großer brauner Kasten, das ankündigt Monster und Mutation. Und davor natürlich ein Marktschreier, der noch sehr viel mehr ankündigt. Die wunderlichsten und absonderlich unglaublichsten Ungetüme und Geschöpfe, wie sie nur der Teufel höchstpersönlich sich ausdenken könnte, entrichten sie den Obolus und seien sie entsetzt von dem, was auf dieser Erde einst wandelte oder noch immer wandelt. Und ja, jetzt drückt tatsächlich die Schlange ein bisschen vor und es dauert nur noch einige wenige Momente, ehe ihr auch hindurchgehen könnt. Durch die kleinen Gänge rechts und links, diverse Regale, in denen mal größer, mal kleiner, teilweise sind es auch ganze Alkoven, die da freigeräumt wurden, Tiere drin zu finden sind. Ihr seht beispielsweise das doppelköpfige Kalb, ein Frosch mit drei Hinterbeinen, eine Katze mit einem dritten Auge. Sehe ich da irgendwas Spezifisches für mich dran? Also manches davon könnte tatsächlich eine Mutation sein. Bei manchen denkst du aber, okay, die Katze mit dem dritten Auge könnte tatsächlich auch noch richtig sein. Die Krähe mit dem Entenschnabel, das ist zusammengeschustert worden. Und dann der Wolpertinger. Die berühmte Fabelgestalt aus dem Alpenraum mit dem Körper eines Hasen, dem Geweih eines Rehbocks, den Flügeln eines Eichelhähers und einem Eichkätzchenschwanz, Entenfüßen und besonders ausgeprägte Reißzähne und Krallen.
Es ist eine wilde Bastelarbeit. Nicht schlecht gemacht, auch gar nicht so schlecht gemacht, der Troll aus Irland. Allerdings ist es für dich als Zoologen jetzt deutlich erkennbar. In der Tat handelt es sich um eine Fälschung. Enttäuschend, all dieser Humbug. Ich hatte auf echte Forschungsergebnisse gehofft. Und das sind Menschen, davon bin ich ausgegangen. Die Leute machen alles heutzutage, um Geld und Aufmerksamkeit zu bekommen. Ich möchte den Typen fragen, der da dieser Marktschreier ist. Darf ein Forscher denn nicht mehr träumen? Sagen Sie, was glauben Sie denn, warum es nun gerade die Furcht ist, die unsere Neugier weckt? Die Furcht, die unsere Neugier weckt? Ist Furcht und Neugier nicht das Gleiche, mein Herr? Aber verzeihen Sie, ich muss weiterschreien. Ich würde diese Frage doch lieber an zum Beispiel den Hypnotiseur weiterrichten oder sowas. Ach, den Hypnotisten, den haben wir schon gesprochen. Und genau wie er scheinen Sie hier auch gar keine realen Dinge darzustellen, sondern nur, sagen wir mal, eine Illusion. Was für ein Quatsch. All das, was wir gefunden haben, ist, wenn Sie eine Fälschung sehen wollen, dann gehen Sie doch hinter das große Zelt und gucken sich im Kleinen das Mädchen mit den zwei Köpfen an. Also entschuldigen Sie, aber ich als erfahrener Zoologe kann Ihnen sagen, dass 90% Ihrer sogenannten Mutationen einfach nur zusammengeschusterte Einzelteile sind, die billig vernäht sind. Nun frage ich mich, Mister, wenn ich mich nun mal wirklich gruseln möchte und nicht nur Ihre blasphemischen Auswüchse hier betrachten will, wo könnte ich dann wohl hingehen? Einen größeren Gruselspaß als den bei uns finden Sie nicht. Und den zweitgrößten Gruselspaß, wo finde ich den? Also, ich fände es ziemlich unangenehm, mir vorzustellen, ich würde eine Torte ins Gesicht bekommen oder mit kaltem Wasser nass gespritzt werden, wie Sprechen da bei Sie diesem Horrorbienen. Vom Clown oder vom Bäcker? Nein, das ist tatsächlich der Clown, der vom Bäcker große Mengen davon bestellt hat. Und während die Kinder die Süßigkeiten bekommen, die Eltern, die kommen nicht so gut weg. Gut. Haben wir irgendwie einen genug in das... Haben wir alles gesehen, was... Kommen Sie! Und er wendet sich von euch ab und ihr habt tatsächlich innen drin alles gesehen. Okay. Nun, ich weiß nicht so wirklich, auch wenn meine Kindheit nun ein bisschen her ist, mich der Besuch dieses Kabinetts dazu bringen könnte, mit Masken verkleidet meine eigenen Eltern umzubringen. Ich weiß auch nicht. Irgendwie erschien mir das noch relativ plausibel alles. Wir sollten noch etwas anderes untersuchen. Die Fälschungen waren vorhersehbar. Was haltet ihr davon, dem Clown mal einen Besuch abzustatten? Ja. Wir könnten seiner angenehmen Stimme lauschen. Ich bin vor allen Dingen an den Süßigkeiten interessiert. Das bin ich auch. Die er verteilt. Ja. Und wie viel Drogen sind da wohl drin? Ja, das ist eine Frage, die sollten wir uns am besten selbst mal stellen. In der Tat. Sind wir am Clownszelt vorbei? Ihr genau seid hier. Mhm. Das heißt, das Clownszelt befindet sich direkt. Also sind wir schon, haben wir schon gesehen, während wir hingelaufen sind. Ja, genau. Okay. Also ihr habt das nur kurz zurück. Dann gehen wir zum nächsten Clownszelt und schauen uns an, was wir dort finden. Ihr findet tatsächlich am Anfang einen kleinen Automaten vor. Das Gelände ist noch relativ leer und auf dem Automaten steht auch, dass die Show erst in einer halben Stunde losgehen wird. Aber dieser Kasten, da sitzt auf einem kleinen Podest eben halt diese Holzpuppe verglast mit einem vorn übergeneigten Kopf. Trägt Frack und Zylinder und eine Schiebetafel weist mit Kreideschrift darauf hin, Karten für die Clownerei hier zu lösen, nächste Vorstellung 14, ja, wir sagen, es ist jetzt ein bisschen Zeit vergangen, ihr habt zwischendurch was gegessen, 16.30 Uhr und ihr habt die Möglichkeit, eine Hand durch die Öffnung des Männchens im Kasten zu stecken. Die Öffnung des Männchens. Genau, also
dem Männchen, warte mal. Der gibt uns das Tick. Das ist ein Automat. Ich werde werd das gleich nochmal beschreiben. Eine Sache, wir müssen mal ganz kurz hier eine Pause machen, es ist gleich 12. Ich merke, ich bin so unglaublich. Ey, danke. Ich bin, seit wir die Pizza gegessen haben, ich kann nicht mehr also richtig spielen. Ich bin so fix und fertig. Danke, ich wollte nichts sagen. Ich habe gesagt, ich beiß da jetzt durch. Ich kämpfe mich da durch und versuche so gut wie es geht. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass wir in einer Stunde fertig sind. Ich kann das nicht. Und ich habe das Gefühl, ich müsste sehr stark railroaden. Und es fühlt sich nicht so gut an. Es ist einfach, wir haben zu spät angefangen, wir haben eine zu lange Pause gemacht. Ich bin bei meinen Gedanken, ehrlich gesagt, bei meinem Bett teilweise so. Ja, okay. Also es ist wirklich, Also vielleicht müssen wir mit einer guten Zusammenfassung beim letzten, fürs nächste Mal, einfach wann anders weiterspielen. Weil ich glaube, es wäre sonst auch ein bisschen schade. Ja, das glaube ich auch. Das ist, glaube ich, der größte Aspekt. Na denn, wir sind wieder zurück, tatsächlich. Ausgeschlafen, ein paar Tage später nun. Das war auch wirklich nötig. Nochmal für euch, ihr seid derzeit auf dem Jahrmarkt. Ihr seid vor dem Unterhaltungskabinett des Clowns Horobin und nehmt jetzt gerade Eintrittskarten entgegen, gegen ein paar Pfennig, die ihr eingeworfen habt in eine Box, die 1,50 Meter hoch und etwa 1 Meter breit vor dem Eingang steht, also vor dem Zaun, der den Bereich von Horobin begrenzt. Haben wir noch irgendetwas anderes zu sagen? Habt ihr noch irgendwelche Fragen? Dann schmeißen wir uns wieder zurück ins Geschehen. In der Tat. Du fängst an zu sprechen. Was eine interessante Apparatur. Ich kann hier meine Eintrittskarte reintun und öffnet sich jetzt das Zelt? Tatsächlich nicht. Allerdings kannst du dir das so vorstellen, du hast in eine Mulde gegriffen. Automatisch hat hinter dem Glas, das schon einige Sprünge hat, die Figur, die hölzerne Figur, mechanisch die Hand ausgestreckt und nach vorne geschoben. Du verstehst nicht, wie dieser Mechanismus tatsächlich funktioniert, aber ja, er hat also den Pfennig entgegengenommen und kurze Zeit später flutschte unten durch einen weiteren Schlitz eine Eintrittskarte, die nun entgegengenommen wird von einem Jungen, der allerdings schon einen dicken Bart hat, kleinwüchsig ist, wulstige Geschwüre an den Schultern, und er lässt euch ein auf das Gelände. Großer Gott! Bei meinem Anblick dieses Jungens, vermeintlichen Jungs, ich dachte erst, es sei ein Kind, weiche ich einen Schritt zurück und sag: Ach du meine Güte, was laufen hier denn für Gestalten rum? In der Tat. Seht ihr tatsächlich noch mehrere. Ein Liputaner mit Buckel lässt einen Stock wirbeln und ruft die Kinder, Onkels und Tanten zusammen, damit ihr auf der Wiese vor dem Marionettentheater zum Stehen kommt. Dort seht ihr wirklich kunstfertig und lebensecht geschnitzte Marionetten, die nun von unsichtbaren Puppenspielern wie von Zauberhand über Fäden bewegt werden, über die kleine Bühne gelenkt werden. Und ja, ihr steht wahrscheinlich so ein bisschen am Rand, umringt von Kindern, der Großteil natürlich direkt vor der Bühne. Ja, staunende große Augen und offene Münder. So ein bisschen unachtsam bewege ich mich näher zur Bühne ran, irgendwie die Kinder so halb aus dem Weg drückend, und beug mich so ein bisschen vor, um diese Puppen zu betrachten, weil ich erstaunt bin, dass sie sich so bewegen und das erst nicht verstehen. Ich halte mich dicht hinter Willi und folge sozusagen seiner Fahrrinne. Mhm. Das ist ja, ich folge deiner Fahrrinne. Das ist wirklich eine gute Illusion. Damit hätte ich nicht gerechnet. Bitte ein bisschen, meine Kinder sehen ja gar nichts mehr. Ihr steht jetzt halt relativ dicht vor der Bühne. Oh ja, Entschuldigung. Ihre kleinen Menschen könnten doch auch wachsen. Mit wem? Haben Sie sie nicht gut gegossen? Ja, aber Jonathan, das dauert doch sehr lang. Bis dahin ist die Vorstellung doch schon vorbei. Jetzt gehen Sie doch, sagt eine Frau mit ihrem Kinderwagen. Entschuldigung, werte Dame, wir haben ja nicht lange gebraucht. Kurze Zeit später fällt tatsächlich auch schon der Vorhang. Ihr seid relativ spät erst nach vorne gegangen. Und eine Stimme
oberhalb der Menge hinter euch ertönt. Werte Zuschauer, wenn Ihnen diese zauberhafte Vorführung gefallen hat, bitte ich Sie um eine kleine Spende für die Künstler, welche die Fäden hier gezogen haben, um unsere Marionetten zum Leben zu erwecken. So schreit es auf die Menge herab und ihr seht einen Clown majestätisch über euch thronen, der von irgendwoher nun auf Stelzen zur Menschenmenge hingestarkst ist. Rote, grüne und blaue Punkte bedecken gelben Grund seines Anzugs. Er hat ein weißes Gesicht, breit ein Lächeln hineingeschminkt. Zwischen seinen Stelzen auch zwei Kinder. Nein, auch das sind Lilliputaner mit tatsächlich teilweise einer verstümmelten Hand, der andere hat keine Ohren. Auch als kleine Clowns gekleidet halten sie nun den Mengen der Menschen, die sich nun teilweise auch zerstreuen, die Grüppchen Beutel vor und bitten um Spenden. Das haben ist ja wir. Eine ausgefuchste Sache. Erstmal Eintritt zu verlangen mit einem entsprechenden Obolus natürlich, aber dann hier in der Manege nochmal einen Aufpreis zu wollen. Ja, diese Menschen wissen, wie sie Geld machen. Und ich mache keinen Anschein, Geld zu geben, sondern ich gehe eher einen Schritt Richtung Wand. Sag außerdem vorher zu euch, na, da haben wir ja unseren Clown. Und versuche mich so ein bisschen umzuschauen. Lasst uns mal schauen, ob wir hier irgendwo die Masken finden, die unsere Kinder gebracht haben. Ja, ein richtig. Blickfang ist tatsächlich erstmal der Clown, auch mit seinem feuerroten Haar. Irgendwie schafft er es, sich herunterzubeugen zu den kleinen Kindern auf seinen monströsen Stelzen, um dem einen oder anderen mal den Hinterkopf zu tätscheln. Dann richtet er sich wieder auf, streckt seine Samthandschuhe zu beiden Seiten. Und jetzt wollen Sie vielleicht die fantastischen Clownereien im Zelt ansehen, dargeboten von einem, ja, wenn nicht dem größten Spaßmacher überhaupt, der je gelebt hat und leben wird, dem einzigartigen, unglaublichen, umwerfenden und sträubenden Horobin. Das bin ja ich. Und so lacht er. Und ja, Kinder folgen ihm in Strömen zu dem großen Zelt auf der rechten Seite. In der Tat. Ja, ich bin gespannt. Mit so ein bisschen, ja, so nicht wirklich lächelndem, aber verzogenem Gesicht. Von wegen so, ja, alles klar. Gehen wir ihm hinterher, würde ich sagen. Ja. Wir folgen ihm in das Zelt. Ich folge dir überall hin, Willi. Wenigstens kann man ja sagen, geben die sich hier ein wenig Mühe. Im Vergleich zu diesem wirklich blasphemischen Aufzug, den wir zuletzt besucht hatten. Ja, da hast du recht. Wenigstens ist das ein visuelles Spektakel hier. Ja. Also. In der Tat. Was meintet ihr? Warum war es das letzte Mal nicht visuell? Oh, das war es schon, aber. Es geht um dieses Kabinett mit den Monstern, die halt einfach nur zusammengeschusterte. Ja. Ja. Okay. Naja, diesmal ist es tatsächlich ein hautnahes Erleben und ihr seht, wie der Clown diesmal nicht auf Stelzen über die Bühne torkelt, taumelt, lacht, sich hinwirft. Drei weitere, ebenfalls kleine Clowns, die umringen ihn, also er ist normal groß gewachsen. Teilweise werden den Besuchern, den Erwachsenen, wohlgemerkt wirklich ganze Torten ins Gesicht geschmissen, wie zuvor schon erwähnt. Wenn die Kinder besser wegkommen, wenn einmal über ihnen ausgekippt werden, dann sind da in der Regel Karamellen drin, irgendwelche Konfektbonbons und die Erwachsenen bekommen teilweise richtig wahrscheinlich von draußen regenkaltes Wasser in den Nacken geschüttet. Da ist eine gewisse Häme bei, wie ihr bemerken könnt. Während der Clown den Kindern ja wirklich eine gute Vorstellung bieten möchte. Und ihr dürft alle mal auf Verborgenes erkennen würfeln. Werden wir selbst nass dabei? Ihr sagen, selbst ich habe noch keinen Ausweichen steht ein bisschen weiter hinten diesmal. Und dementsprechend nicht. Ja, habe ich geschafft. Habe ich auch geschafft. Und seht dadurch, dass ihr ein bisschen im Hintergrund steht, dass sehr viele, wenn nicht alle, doch, es sind alle von den Mitarbeitern des Clowns Horobin verstümmelt sind
oder Mutationen aufweisen, ja, schlimmere Missbildungen, allerdings alle zum, ja, Team gehören. Der wohl größte, aufsehenserregendste Teil ist ein locker 2,30 Meter großer Mann mit einem sehr klobigen Gesicht. Er ist wahrscheinlich, irgendwann hat die Muskelstruktur aufgehört zu wachsen und die Haut ist weiter gewachsen und das Muskelgewebe, das teilweise so ein bisschen herunterhängt am Gesicht, der ebenfalls an der Wand steht und über allen thront und sich ein wenig bücken muss. Meine Güte. Faszinierend. Diese Menschen scheinen ja wirklich viel erlebt zu haben, so wie sie aussehen. Der Aufwand, der dahinter steckt, allein wie weit man reisen muss, um eine solche Menge an missratenen Menschen zu finden. Oder ich frage mich auch, kommt dir der Gedanke, wie lange man suchen müsste? Ja, wie lange man auch unterwegs sein muss, wie weit und wie lange man reisen muss. Ich frage mich, ob es einen hier gibt, der keine psychische Störung aufweist, weil die Kindheit in seinem Körper natürlich auch, sagen wir mal, gewisse Unannehmlichkeiten mit sich bringen könnte. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, bei diesen missratenen Miststücken. Ja, in der Tat? Okay. Und ihr seid euch dessen gewahr, dass noch nicht einmal ihr hier in dem Spezialitätentheater seid, wo diese Personen ja tatsächlich regelrecht vorgeführt werden sollen. Ich denke, sie werden dann gleichermaßen auch die Spezialitäten sein, also was etwas noch Extremeres kann ich mir kaum vorstellen. Ja, das stimmt. Und ich versuche so ein bisschen fast zu offensichtlich starre ich diese Lilliputaner an. Ja, aber wenn es um Spezialitäten und Nasen, geht, Verbrennung, könnte es ja auch Essen sein. Nun, ich denke, wir reden hier von von organischen Spezialitäten. Von. Meinen Sie Gänseleber? Nein, Mutationen. Von dem Moment, wo der Willi natürlich in die Natur der Tat besonders launisch war und, sagen wir mal, kein Erbarmen kannte. In der Tat? Mhm. Er hat Johnny, in der Tat. Irgendwann zeigt der Clown nach einer besonders fiesen Einlage gegenüber einem Vater tatsächlich aber Erbarmen und die Vorstellung endet. Und der Clown stellt sich wieder auf seine Stelzen, thront über allen in der Mitte des Zelts. Oh, verschluckt. Meine lieben Freunde. Und damit blickt er die Kinder an. Nehmt den Spaß, den ihr heute hier verspürt habt, mit nach Hause, den ihr hier hattet. Denkt an den guten Horobin. Und Eltern, benehmt euch. Und er geht nach draußen und die Zeltplanen, die ihm aufgehalten wurden, schwingen hinter ihm wieder zu. Ich möchte auf jeden Fall mich bücken und von jeder Süßigkeit eine einstecken. Da kommt mir eine Idee. Sag mal, findet ihr es nicht auch interessant, wie einseitig hier gegen die erwachsenen Menschen quasi ein gewisser Hass ausgespielt wird, während den Kindern das hier zum Schlaraffenland gemacht wird? Es könnte doch auch sein, in der Tat, dass die Kinder sozusagen durch diese Vorstellung den Respekt vor ihren Eltern nicht nur verlieren, sondern auch gleichzeitig Rache üben wollen. Ja, ich denke. Und nun hier auch vorgelebt bekommen, wie einfach es zu sein scheint, diese zu verletzen. Und dann, naja, dann vermischt sich das alles damit noch, dass sie in ihren Träumen ihre tiefsten menschlichen, grundeigenen Bösartigkeiten ausleben. Und es kommt alles zusammen. Und die Masken, das ist quasi nur noch eine Frage des Rätsels, die wir enthüllen müssen. Denkst du, äußerst, das reicht aus? Das könnte wohl sein, Wilhelm, ja. Äußerst absonderlich fand ich auch seine Aussage, dass diese kleinen Menschen er meinte ja nur, dass die Eltern sich benehmen sollten und nicht, dass die Kinder das überwachen sollten. Aber dennoch eine sonderbare Formulierung. Er dreht quasi das Blatt der Autorität auf den Kopf. Ja, genau, das habe ich auch gesehen. Ich denke, für einen Clown ist das in gewisser Weise gerechtfertigt, aber hin zu diesem Level, ich muss nun sagen. Nun stellt sich die Frage, Wilhelm, inwieweit hast du dich denn benommen als Elternteil zuletzt? Könnten deine Kinder einen Groll hegen gegen dich oder gegen deine Frau möglicherweise? Also, no front, Diggy. Ich meine,
Ihr wisst ja, dass ich gegenüber meinen Kindern meist die strengere Hand habe und dass ich ihnen nicht alles gestatte. Definitiv nicht. Immerhin so muss es auch sein. Ja, immerhin sollten es stattliche Menschen werden und sich wissen, wie man sich in der heutigen Gesellschaft gut benimmt. Aber ihr wisst auch, dass ich meine Kinder sehr gern habe und dass ich ihnen, so gut es geht, auch meine Zuneigung zeige. Von daher denke ich nicht, dass sie irgendeinen Grund haben, Groll mir gegenüber zu hegen. Immerhin bin ich dafür verantwortlich, dass sie ein so gutes Leben führen können. Dafür sollten sie dankbar sein. Ja, das sollten sie. Sollten sie in der Tat. Ob sie es sind, können wir wohl nicht beurteilen. Nun, also ich bitte dich, Johnny, dem nach zu urteilen, wie sie sich verhalten haben, bevor der ganzen Kinder. Sache mit dem Messer. Ja. Wer versteht diese kleinen Lebewesen schon? Ich sage ein Machtwort und sie verschwinden nach oben. So einfach funktioniert das bei uns. In der Tat. Ich sage immer, Disziplin ist das A und O. Wenn man den Kindern von früh an beibringt, wie sie sich diszipliniert verhalten und wie sie korrekt den gesellschaftlichen Normen folgen, dann werden da auch gute Menschen draus. Und bei meinen Kindern ist das wohl definitiv der Fall, oder nicht? Ja, das ist definitiv richtig. Würdest du auch so beobachten, Arthur? Sieh mal. Die Wildheit des Kindes ist doch nicht zu unterscheiden von der Wildheit eines Schimpansen, eines jungen Hundes oder eines Schimpansen, von mir aus auch das. Und nun, wir wissen ja, wie es sich bei dem Hunde bewährt, so bewährt es sich auch beim Kinde. Und insofern ist die strenge Hand und auch manchmal die streichende Hand nur so kann doch eine Erziehung funktionieren. Auch wenn und das nur so kann man sich in unsere Gesellschaft, die doch aufgebaut ist aus Zwängen, und quasi ihren Genuss darin zu leben, dadurch bringt, dass es diese Freiheiten hat, die aber zunehmend seltener werden. Und nur indem man diesen Zwang den Kindern auch früh schon beibringt, können sie überhaupt in dieser Welt bestehen. Sie sollten dankbar sein. Aber das werden sie möglicherweise erst später verstehen. Nun, da gebe ich dir wohl vollkommen recht. Dem kann ich leider nur bedingt zustimmen. Eltern können dabei auch deutlich zu weit gehen. Ich erinnere mich, wie mein Vater mich regelmäßig in den Schrank mit unseren Reinigungsmitteln sperrte, um sich mit diesen anzufreunden. Und ich seht mich an, es hat nicht zu dem gewünschten Ergebnis geführt. Ich bin zu der Schande der gesamten Familie keine Reinigungskraft geworden, sondern nur Naturwissenschaftler. Johnny, ja, du weißt ganz genau, wie sehr ich es schätze, dass du das geworden bist, was du heute bist. Und ja, ich gebe dir vollkommen recht. Es ist immer schwierig, bei disziplinären Maßnahmen diesen schmalen Grat zu wandern zwischen zu viel und zu wenig. Ich vertraue dir da allerdings auch vollkommen, dass du das natürlich richtig hast. Das will ich hoffen. Nun, die Frage ist ja nun auch, ist es nun die Verkehrtheit der Erziehung deiner Eltern oder einfach die wunderbare Eigenheit deines Charakters, dass es nicht die Putzmittel geworden sind. Denn ich denke schon, die Art und Weise der Erziehung deiner Eltern, es war wohl der richtige Weg. Und du hast aber nun den für dich selbst noch richtigeren gefunden. Ich würde es fast als positiv betrachten, dass sie etwas falsch gemacht haben in der Erziehung. Weil ganz ehrlich, so sehr du auch deine Herkunft als Putzmenschen schätzt, schätze ich wohl dein Dasein als Wissenschaftler sehr. Ja, und ich auch. Das lässt mich schmunzeln. Danke für dieses Honig um mein Mündlein reiben. Okay, genug Gefasel. Die Zeit vergeht viel im Flug. Wo ist der Clown jetzt eigentlich schon wieder? Ihr tretet raus und ihr seht, inzwischen haben sich fast alle zerstreut und es machen sich jetzt auch erste der Mitarbeiter Horobins dran, den Rest rauszuscheuchen, auch vom Gelände. Seht ihr im Fenster des riesigen grünen Wohnwagens, wie eine Gestalt steht und sich die Schminke vom Gesicht abtupft. Ich würde sagen, guck ich mir mal genauer an, nicht? Wir bewegen uns mal in die Richtung und schauen, ob wir mit ihm ein Wörtchen reden können. Moment mal, wie wollen wir es angehen? Das ist eine sehr gute Frage, Arthur. Ich denke, wir sollten zunächst beobachten und wenn daraus nichts wird, dann, ja, das Ganze zu einer Konfrontation führen. Ich meine, wir haben nichts gegen ihn in der Hand und ja, wir haben, wir wissen überhaupt nicht, ob die Süßigkeiten, sein Einfluss, Masken, ob er damit irgendetwas zu tun hat. Ich würde vorschlagen, dass eine Person von uns, wenn wir ihn konfrontieren, vielleicht hier am Fenster bleibt. Er ist am Fenster.
Ihr seid auf der Wiese zwischen Unterhaltungskabinett. Aber ich dachte, wir gehen jetzt erstmal und beobachten das in der Nähe so, Zelt. Ne? Wir stehen noch vorm Zelt und ja, ich dachte aber, es wäre der Plan gewesen, dass wir jetzt erst beobachten. Aber ihr müsstet das dann wirklich aus der Ferne tun und dann würdet ihr ihn gar nicht mehr richtig sehen, weil der Wohnwagen steht seitlich zu dem. Okay, dann würde ich. Zu dem Gelände und ihr könnt ihn nur sehen, solange ihr noch auf dem Gelände selbst steht. Okay. Okay, ich würde sagen, wir konfrontieren ihn. Aber mein Vorschlag wäre, zwei von uns sollten ihn konfrontieren gehen. Und die andere Person nutzt die Ablenkung, um an das Fenster zu gehen und die Person von hinten zu beobachten. Gibt es nur eine Tür vom Wohnwagen? Es gibt eine Tür vom Wohnwagen und dann ein recht großes Sichtfenster. An der gleichen Seite wie die Tür? An der gleichen Seite wie die Tür. Und sonst gibt es keine Fenster? Sonst seht ihr, meint ihr zu erahnen, dass auf der Rückseite noch ein Fenster ist. Nun, das ist allerdings, weil der Wagen so hoch ist, nicht ohne weiteres erreichbar. Also man müsste sich auf die Zehenspitzen stellen und dann könnte man wahrscheinlich ein bisschen ins Dunkel gucken, aber würde nur was von der Decke sehen. Dann halte ich es für sinnvoll, wenn wir tatsächlich zu zweit ihm gegenübertreten und einer von euch beiden sich im Hintergrund hält. Oh, ups. Okay. mein Vorschlag wäre, dass man halt durch dieses große Sichtfenster vielleicht versucht, heimlich zu gucken, was so hinter der Person vorgeht. Vielleicht zeigt er ja hinter seinem Rücken irgendeine Bewegung oder sowas, die verdächtig ist. Das Problem ist nur, dieses Fenster ist klar und alles, was wir sehen, kann er auch sehen. In der Tat, aber wenn ihr an der Tür zu ihm steht, wird er sich ja nicht von euch wegwenden. Die Gestalt blickt euch an und verschwindet vom Fenster. Hey, ich dachte, wir sind noch weit weg von ihm. Ja, aber er kann uns trotzdem sehen. Ja, blickt er nach draußen auf die Wiese. Und ich erkenne das und ich sag, auf geht's. Okay. Und drück euch in die Richtung. Wo geht jetzt die Person hin, die nicht in Richtung von dem Wohnwagen geht? Gibt es eine Möglichkeit, sich hinter einer Ecke oder die irgendwo? Person kann sich natürlich auch noch alternativ irgendwo umsehen. Es gibt ja viel. Stimmt. Also das müsst ihr aber unter euch jetzt ausmachen. Okay. Macht das bald. Möchte überhaupt irgendjemand sich woanders umschauen? Also beim Zelt mäßig oder in der Gegend vom Ich hätte Wohnmann? Halt eher versucht, durch eins der Fenster zu gucken. Vielleicht ja, aber das funktioniert ja nicht. Könnte halt luschern, wie du meintest, durch eins von den, durch das hintere da, ne? Ja, da bräuchtest du irgendwas, wo du dich draufstellen kannst und du siehst nichts. Ja, nee, dann komm ich einfach mit. Warum wollten wir uns jetzt nochmal so aufteilen, dass wir 2-1 machen? Ja, wir können auch einfach alle drei hin. Nur reingucken, damit, dass man halt nicht nur von vorne ihn sieht, sondern auch in den Wohnwagen vielleicht mal reingucken kann, so mehr. Und damit wir einen Vorteil haben, dass wenn irgendwas passiert, dass wir eine Person haben. Jetzt gehen Sie bitte vom Gelände, die Vorstellung ist vorbei. Ja, natürlich. Gehen Sie jetzt bitte vom Gelände runter. Wer sagt das? Das sagt ein Mann, der so einen Buckel hat und auch halbwüchsig ist. Ja, keine Sorge, wir sind sofort weg. Gehen Sie jetzt direkt. Keine Sorge, wir sind sofort weg, habe ich gesagt. Und ich drehe mich so ein bisschen, dass meine Polizeimarke sichtbar ist. Dich an, rümpft die Nase und dann watschelt er weiter. Hey, sagen Sie, ich habe noch eine Frage. Sie müssen auch vom Gelände wieder runter. Ja, das war nicht meine Frage. Und während du anfängst zu reden, gebe ich dir so ein Zeichen, lass mal zum Wohnwagen gehen. Ja, ich gehe dann und wir bewegen uns dorthin. Gut. Welche Frage stellst du ihm, während ihr weiter zu Also du lenkst geht? Praktisch ihn ab, ja. Also, nun, ich glaube, ich werde manchmal etwas zu alt geschätzt, aber ich hätte auch gern noch eine Maske bekommen. Wieso habe ich keine Maske bekommen? Masken. Die Kinder haben alle was bekommen und ich hätte mir so gerne eine Maske gewünscht. Wieso habe ich denn keine bekommen? Hm? Morgen kommt das große Festival der Masken. Da ist das können bei Sie Ihnen dann im hingehen. Zelt? Das wird auf dem ganzen Jahrmarkt sein. Können Sie sich freuen. Was wird denn da so passieren? Hm? Sie werden da ein großes Spektakel sehen. Sie werden davon Teil sein, eine große Show zu sehen und dann überschüttet zu werden. Mit, ja, einer Clownerei, aber das ist alles noch geheim. Wir werden später noch Flugblätter dazu austeilen. Und sagen Sie, kostet das Geld? Das kostet kein Geld. Es geht darum, möglichst viele Leute anzulocken. Das geht nicht immer gut mit Geld. Es gibt wichtigere Dinge als Geld. Und wenn Sie später spenden wollen, dann werden wir uns noch Spenden holen, aber Sie müssen nicht Geld uns geben. Oh, das finde ich gut. Ja, das jetzt gehen Sie doch bitte vom Gelände runter. Sagen Sie, ich habe noch eine Frage, werden Sie auch dabei sein? Ich werde auch dabei sein, ja. Und? Es wird einen großen Umzug geben. Ah,
Und dann holen wir uns die Spenden. Das machen wir aber nicht persönlich. Das macht der weiße Clown. Und werden Sie auch eine Rolle spielen? Eine Rolle spielen? Haben Sie dann auch eine Maske auf? Ich muss keine Maske aufhaben. So, das ist nur das Festival der Masken. Und jetzt gehen Sie doch bitte vom Gelände runter. Warum ich habe Ihnen das mehrmals gesagt. Sie keine Maske tragen? Hat jemand Ihnen mal gesagt in Ihrer Kindheit, dass Sie hässlich sind? Oder haben Sie selber diesen Gedanken gefasst? Sein Gesicht verändert sich und wird nun sehr zornig. Nun, ja, ich... gut. Du darfst gerne ich mal ChatGPT... Ich freue mich auch darauf, Sie ohne Maske zu sehen. Okay. Willst du noch irgendetwas ChatGPT entscheiden lassen? Zum Beispiel was? Das darfst du jetzt eintippen. Ob du den beiden hinterhergehst oder ob du jetzt eigenständig noch dich auf die Suche begibst. Und du kannst gerne noch ChatGPT weitere Fragen stellen bzw. Entscheidungen treffen lassen. Ich kann jetzt allerdings mir nichts dazu ausdenken. Okay. Mal sehen. Ihr seid beim Wagen. Ich, gehe relativ, ich meine, der Clown hat uns schon gesehen und wir zwei gehen relativ schnellen Schrittes in Richtung Tür und ich klopf relativ, stark an die Tür. Ihr hört ein dumpfes Grollen. Ein Grollen, das hört sich gar nicht so richtig an wie das eines Hundes. So tief kann kaum ein Hund knurren. Und dann hört ihr, wie jemand mit sehr großen Schuhen den Flur hinaufschleift und dann beiseite zwei schwere Hunde, deren fast Tatzen ihr auf dem Boden hört, wegdrängt und dann öffnet sich die Tür ein Spalt und ihr seht ein Gesicht. Es ist das Gesicht des Clowns Sorobin. Ihr seht noch Überreste der Schminke. Das große Lächeln ist allerdings noch da. Und ihr seht tatsächlich teilweise, da er so ein bisschen von oben auf euch hinabguckt, entblößte Stellen seiner Mundhöhle und das breite Grinsen, das ihm damals eingeritzt wurde, als man mit einem Messer ihn zu beiden Seiten bis zu den Ohren hin aufgeschnitten hatte. Also Joker-Style. Jetzt teilweise, genau, vernarbtes Gewebe, das sich aber nie ganz hat schließen können, wie es scheint. Ach du meine Güte, na Sie wünscht... Sie waren doch bei der Vorstellung, nicht wahr? Ach du meine... In der Tat. Haben Ihre Kinder es denn genießen können? Leider, mein Wertester, habe ich keine Kinder. Ich bin dort zu meinem eigenen Vergnügen gewesen. Ich denke, meine Kinder haben ihre Vorstellung gestern genossen, ja. Und ich schaue ihn so an. Meine Güte, und sagst du mehr zu mir selbst, aber er hört das natürlich. Meine Güte, na, Sie sind geschaffen für den Job. Und, Wie meinen Sie das? Kann ich das verstehen? Ja, nichts. Sie machen Ihre Arbeit wohl etwas zu gut. Hören Sie, ich bin Wachmeister Meier. Und wie Sie sehen können, arbeite ich für den öffentlichen Dienst. Und ich bin Professor Dr. Jonathan Kalka. Ich war doch etwas... Ich möchte doch ein strenges Wort mit Ihnen reden. Ich war... sehr, erstaunt über die Art und Weise, wie sie mit Erwachsenen umgehen. Das ist wohl ein bisschen über den Spaß, den ich mir hier erlauben würde. Nun, das ist wohl eine Frage der Perspektive. Eltern springen mal so mit den Kindern um, Kinder springen mal so mit den Eltern um und Erwachsene springen mal so, wie ich es getan habe, mit sich um. Schließlich ist Schadenfreude doch auch die reinste Freude mitunter. Sie können meinetwegen machen, was Sie wollen, aber die Art und Weise, wie Sie die Kinder dazu angestiftet haben, mit den Erwachsenen umzugehen und wie Sie selbst mit den Erwachsenen umgegangen sind, ich meine, allein das Wasser und die Verspottung. Wissen Sie, dafür zahlen wir ehrlich arbeitende Menschen, die unseren Kindern einen Spaß erlauben wollen, etwas zu viel Eintritt. Sein Gesicht wird jetzt noch ein bisschen deutlicher, dadurch, dass er seinen Kopf noch ein bisschen weiter durch die Tür steckt. Dann tritt er ein bisschen nach hinten, aber sachte aus. Und der eine riesige Hund, von dem ihr die Schnauze gesehen habt, würfel du mal bitte auf Zoologie oder Biologie, tritt so ein bisschen zurück.
hört dann aber auf zu knurren, so ein bisschen zurück. Okay. Und dir wird klar, das ist kaum, das kannst du kaum einen Hund nennen, das ist ein Wolf eigentlich. Oh, was also, du ein hast außergewöhnlicher diese Art von Wuchs. Hund. Er ist ja außergewöhnlich groß, fast schon wölfisch. Und Jesus nicht Maria. Nur das, also diese Art von Hund, also die hast du jetzt, also die ist hier auf jeden Fall nicht mehr heimisch. Ist das ihre eigene Zucht oder wo haben sie ihn gefunden? So ein Tier habe ich noch nie gesehen. So kann man das tatsächlich sagen, aber ich möchte nicht, dass sie vom Thema ablenken. Ich bin nun mal Zoologe, das interessiert mich zutiefst. Da haben sie ja wahrscheinlich einiges zu staunen, wenn sie sich hier umgucken, die armen Schicksale von Leuten und Tieren. In der Tat. Aber ich möchte natürlich ernst nehmen, was Sie sagen. Wenn Sie möchten, dann kommen Sie doch mit mir oben nach oben auf den Wagen. Dann höre ich mir das an und Sie äußern, was ich verbessern kann. Was halten Sie davon? Ich bin sichtlich ein bisschen ersteift und habe meine Hand an meinem Knüppel. Das tut mir leid. Das ist Prügel hier. Du bist versteift und hast deine Hand an deinem Ich habe mich gerade gefragt, warum du dich entschuldigst. Es ist so. Mir im Nachhinein aufgefallen, dass das vielleicht nicht die beste Wortwahl war. Aber während du mit dem Clown geredet hast, habe ich so sehr konzentriert auf dieses Biest geschaut. Meine Hand in der Nähe meiner Waffe. Und ich sag so zu ihm, das können wir machen, aber passen Sie ja auf, dass Ihr Köter hinter Ihnen bleibt. Das ist tatsächlich der Hintergrund. Ich habe manchmal Schwierigkeiten, Sie ein bisschen unter Kontrolle zu halten und ich möchte Sie natürlich unter diesen Umständen auch nicht reinbitten. Und er zwängt sich hindurch zu euch. Ihr seht seinen Hinterkopf kurz und dann macht er die Tür zu, dreht sich wieder zu euch um. Da ist eine Leiter. Nach ihnen. Wie hoch ist das Dach? Also der Wagen ist wirklich außergewöhnlich hoch. Ist oben ein Geländer? Ja, es ist so ein Geländer, wie um da Dinge, die man oben drauf schnallen kann, festzumachen. Aber nicht hoch. Nicht hoch und der Wagen selbst ist irgendwas zwischen 4 und 5 Metern. Könnte er durchaus sein. Es hat noch so einen Oberbau. Und sieht man, dass oben auf dem Dach dann so Stühle sind und man sich irgendwie hinsetzt? Ja, es gibt da oben tatsächlich schon zuvor hingeschaffte Sitzgelegenheiten. Okay, ich drehe erstmal einen Schritt zurück, schaue mir das ein bisschen skeptisch an. Er gestikuliert zu dir. Gerne, mein Wertester, ich gehe da mal hinauf. Hast du inzwischen eine Entscheidung getroffen, ob du... Okay. So, und du gehst noch? Ja. Und du? Ich möchte mich erstmal umdrehen. Was? Ob du noch am Reden bist? Ist er währenddessen noch am Reden? Bist du noch da, wo du davor warst? Oder bist du jetzt woanders? Also ich denke, das Gespräch habe ich abgebrochen. Oder es wurde abgebrochen. Ja. Von dem Kerl da. Und der hat mich ja sehr vehement gebeten, da wegzugehen. Also werde ich da wohl weggehen. Okay. Er ist nicht mehr zu sehen. Du kommst nicht in unsere Richtung, sondern du gehst weg. Und ich sehe dich auch nicht mehr. Kann ich dir noch was gestikulieren oder bist du komplett aus dem Sichtfeld? Ich weiß nicht genau, wie viel parallel passiert ist. Du bist ja während danach weggegangen. Es ist nicht mehr viel passiert auf dem Gelände. Das heißt, du bist weg. Ah, schade. Ja, gut. Okay, sonst hätte ich jetzt einen smarten Move gemacht. Aber gut. Ich schaue so ein bisschen verzweifelt links und rechts, versuche einen Blick auf dich zu erhaschen, aber merke, dass du nicht mehr da bist. Und ja, auch ich steige die Leiter hoch. Ich rüttel vorher an der Leiter, ob die sicher ist. Prüfe nochmal, ob alles mein Wert ist da bitte etwas vorsichtiger hier. Aber dann steigt er euch nach. Hier oben sitze ich oft. Die Menschen blicken hoch zum Riesenrad oder auf die Hinterköpfe ihrer Genossen, der Mitbesucher, wenn sich gerade mal wieder das Gedränge in die ein oder andere Richtung schiebt. Aber hier hoch schaut niemand und ich kann mich hier oben entspannen und auf Sie herniederblicken. Setzen Sie sich doch. Verständlich, ein schöner Blick von hier. Das tun Sie wohl gerne, auf andere Menschen herniederblicken. Den Eindruck habe ich zumindest bekommen. Sie sind aber wirklich aggressiv, möchte aggressiv, ich sagen. Aggressiv? Nein, ich bitte Sie. Jetzt sind Sie doch nicht so, tun Sie doch nicht so scheinheilig mit Ihren Stelzen und Ihren Artenweisen, wie Sie mit erwachsenen Menschen umgehen. Es ist nicht wirklich die feine Art, die Sie haben zeigen. Sich da wirklich sehr dran aufgehangen.
Was soll ich sagen? Ist das nicht die Art und Weise, wie man mit Menschen umgeht? Haben Sie denn noch weitere Vorschläge, das zu lösen, das besser zu machen? Nun, was halten Sie denn davon, wenn Sie halb so, die Kinder halb so wild machen, sich gegen die Erwachsenen frech zu verhalten, den Erwachsenen gegenüber? Morgen gibt vielleicht ein wenig mehr Süßigkeiten, ein paar andere Sachen. Morgen gibt es die Möglichkeit, auf dem Festival, dem größeren Festival der Masken, es anders zu machen. Und ich werde es anpassen. Dem Festival der Masken? Ja, das wird ein großer Spaß. Was wird das werden? Das wird eine große Vorstellung und sie richtet sich auch tatsächlich primär an Erwachsene. Sie ist ja schließlich etwas später am Abend. Und was muss ich mir darunter vorstellen? Nun, das ist Teil des großen Martini-Marktfests am Martinstag. Das werden Sie sehen. Ja, aber Sie wissen ganz genau, dass Sie auch das Inhaltliche vorher mit den Behörden abklären müssen. Und wie Sie sicherlich sehen können... Selbstverständlich. Haben Sie das bereits getan? Ja, natürlich, aber das ist ein Jahrmarkt. Nun, da gibt es, wie man auch einen Pauschalpreis verlangen kann, gibt es auch hier Pauschalen in der Handlungsweise der Aussteller. Machen Sie sich mal keine Sorgen. Sie sind doch hier auf dem Jahrmarkt sicherlich auch zum Vergnügen und das werden wir Ihnen bereiten. Ich bin mir sicher, ich kann mich hier genug vergnügen, auf jeden Fall. Sie wissen, dass ich für die Sicherheit dieser Stadt sorge. Und wenn Sie sagen, Sie möchten die Regeln eines Pauschalvertrags mit dem Jahrmarkt dehnen, dann würde ich Sie doch wohl sehr bitten, mir kurz eine Zusammenfassung zu geben, um was es sich handelt, wenn es morgen um Erwachsenenspaß gehen soll. Sie wissen, dass mir das Wohl unserer Kinder sehr am Herzen liegt. Das werde ich Entschuldigung. Und ihr könnt mal auf Verborgenes erkennen würfeln. Gut, dass ich den Wert so hoch gesetzt habe. Ich auch. Habe ich auch geschafft. Ja, habe ich geschafft. Hä? Nee, das ist der falsche Würfel. Moment. So. Oh, ich habe zwei Würfel unter 10. Irgendwie habe ich es geschafft. Habe ich trotzdem beide geschafft. Gut geschafft. Wahnsinn. Und ihr merkt, dass er unkonzentriert wirkt und herunterguckt. Und ihr seht dort Sarah mit einem weißen Blindenstock sich auch durch die Menge bewegen, langsam, und sein Blick folgt ihrer schlanken Interessieren Sie sich für die Dame? Sagst du das auch? Moment, Sarah, ja. Ganz kurz, Sarah war die Frau von dem Hypnotiseur. Nein, nee, Sarah ist die blinde Leierkastenspielerin. Die blinde Leierkastenspielerin, okay. Die den Clown ja auch ganz interessant findet. Ja, ich habe gefragt. Die Menge im Übrigen unten ist... Würfelt bitte nochmal jeweils. Auf Mana. Auf Mana? Das habe ich noch nie gemacht. Habe ich auch noch nie benutzt, aber ich habe es tatsächlich sogar sehr, sehr gut geschafft. Ich habe es absolut nicht geschafft. Hat es niemand von euch geschafft? Ich habe es sehr gut geschafft. Ach, du hast es geschafft. Ich habe 13 und 65 ist mein Wert, also. Du siehst sie und es kommt gerade so ein relativ großer Menschenstrom. Wahrscheinlich, weil aus dem großen Hippodrom, wo die Pferdchen und Esel herumgeführt werden und sogar ein kleiner Elefant ist dabei. Wie ihr mal zwischendurch gesehen habt. Da kommen gerade derzeit viele Menschen raus und die schließen sich dem Strom größerer Menschen an. Und dir fällt irgendetwas Seltsames auf. Nämlich, dass dieser vorüberziehende Strom von Menschen sich an einem Teil zu öffnen beginnt. Dort ist eine Lücke von dem einen Straßenende an. Und kurze Zeit später schließt sich diese Lücke wieder, aber diese Lücke bleibt im Strom der Menschen. Und diese Menschen weichen aus, zur Seite, scheinbar ohne das wahrzunehmen, als würde sich irgendetwas Unsichtbares oder mehrere unsichtbare Personen hindurch bewegen, ohne dass die anderen davon Kenntnis haben oder den Eindruck erwecken, das wahrzunehmen. Und du blickst runter, du hast es sehr gut geschafft, ne? Ja. Du blickst runter und du merkst, dass es doch eine einzige Person gibt, die davon auch Kenntnis hat. Während Hurubin noch runterguckt zu ihr, zu Sarah, blickt Sarah mit ihren blinden Augen an die Stelle, öffnet den Mund, schließt ihn wieder, reibt sich die Augen
und folgt dem Punkt, dieser Lücke in der Menge,